alle einen Platz gefunden haben. Ich sehe noch den ein oder anderen unbesetzten Stuhl. Wenn da noch jemand kommt, können Sie dann die Betreffenden vielleicht einladen. Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen heute im Haus der Katholischen Kirche. Mein Name ist Hermann Merkle, ich bin Leiter dieses Hauses. Als Herr Tavi gefragt hat, was halten Sie davon, wenn wir diese Veranstaltung am Samstag vorm ersten Advent um 17 Uhr machen, habe ich gedacht, naja, also Samstag, 17 Uhr, vor Adventssamstag, da haben die Menschen anderes im Sinn, als zu uns zu einer Veranstaltung zu kommen mit einem Thema, was alles andere als besinnlich ist. Ich wurde eines Besseren belehrt, wenn ich jetzt so in die Reihen schaue. Das freut mich ganz arg und umso herzlicher möchte ich Sie alle hier begrüßen. Das Thema ist ein langer Satz, aber er bringt es auf den Punkt, dass die Flüchtlinge alle uns Europäer, alle Europäer gemeinsam angehen. Es ist ja schon eine manchmal nicht nachvollziehbare Position, die wir so erleben innerhalb der Meinungsbildung unserer Gesellschaft, dass immer so der Eindruck entsteht, ja, wir werden plötzlich konfrontiert mit ganz vielen Flüchtlingen, die zu uns kommen und an unserem Wohlstand dann partizipieren wollen und womöglich auch hier unser Sozialgefüge durcheinander bringen. Es ist so ein einseitiger Blick, denn unsere Gesellschaft hat überhaupt kein Problem damit, all das, die Vorteile der Globalisierung in Kauf zu nehmen. Zu sagen, bitte schickt uns euer Öl, schickt uns euer Koltan, schickt uns eure Diamanten, schickt uns andere Rohstoffe, möglichst billig, weil sonst läuft es hier nicht so richtig mit der Wirtschaft. Also ihr müsst das möglichst billig liefern, aber mit euren Problemen, da denken wir nicht global. Da ist das eure Sache. Und wenn ihr dann zu uns kommt, dann sind wir vielleicht barmherzig, weil wir bestimmte Werte auch in unserer Gesellschaft vertreten, aber die Zusammenhänge, wie entsteht Flucht, warum verlassen Menschen ihre Heimat, die werden da oft genug ausgeblendet. Deshalb ist es wichtig, dass wir solche Veranstaltungen machen. Ich begrüße ganz herzlich die vielen Partner, Sie sehen da vorne ein Aufsteller, wo all die Organisationen, die hinter der gestrigen Veranstaltung, die auch schon hier stattgefunden hat, mit einer szenischen Lesung zum Thema Lampedusa und der heutigen steht, begrüße ich alle ganz herzlich, ganz besonders Frau Cuffaro, die Direktorin des Italienischen Kulturinstituts hier in Stuttgart und Herr Tavi von der ACLI, unermüdlich im Wirken, um solche Veranstaltungen zu ermöglichen und zusammenzubringen. Vor allem auch diese ganzen Organisationen hier zusammenzuführen, da haben Sie sicher ordentlich wirbeln müssen. Und natürlich begrüße ich die Diskutanten, die dann später hier auf dem Podium sein werden. Frau Nicolini werden wir noch hören. Herr Dr. Russo, Werner Baumgarten hier in Stuttgart, ein Name, der nicht unbekannt ist, und Herr Weller von der Caritas ebenso. Menschen, die dafür stehen, dass das Thema Flucht, Vertreibung, Flüchtlinge, Integration von Flüchtlingen hier einen Stellenwert hat. Ich wünsche uns allen einen guten, anregenden, informativen und weiterführenden Abend. Herr Merkle, caro Pino, liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren. Willkommen zu diesem zweiten Treffen, das das Italienische Kulturinstitut und die ACLI Baden-Württemberg, einem der brennendsten und meines Erachtens am schwersten zu lösenden Herausforderungen Europas gewidmet haben. Die Tragödie der Flüchtlinge hat riesige Dimensionen erreicht.
und wird noch viele neue Opfer finden. Solange die Konflikte, das Elend und die Armut nicht aufhören, die die armen Leute dazu zwingt, ihr Leben für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft aufs Spiel zu setzen. Der Titel unserer Veranstaltung, Die Flüchtlinge auf Lampedusa gehen uns alle an, zeigt die Botschaft, die Italien an Europa gerichtet hat und die Europa in der letzten Zeit auch gehört zu haben scheint. Die meisten Flüchtlinge versuchen, die kleine Insel Lampedusa zu erreichen, die zwar zu Sizilien gehört, sich jedoch südlich von Tunis vor der tunesischen Küste befindet und somit die erste Anlandungsstelle auf dem Weg nach Europa darstellt. Aber genau wegen des Ausmaßes dieser Tragödie müssten alle europäischen Staaten einen Solidaritätspakt schließen, um den Flüchtlingen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Wir alle Europäer müssten das Leid dieser Leute wahrnehmen, die das Unglück hatten, in die verschiedensten Konflikte hineingezogen worden zu sein oder in unvorstellbarer Armut leben zu müssen. Heute Abend haben wir illustre Gäste. Antonino Russo, der Leiter der Abteilung Immigration der ACLI, Associazione Cattolica Lavoratori Italiani, Pfarrer Werner Baumgarten vom Arbeitskreis Asyl Stuttgart, Fritz Weller, der Leiter der Abteilung Migration und Integration des Caritas-Verbandes Stuttgart und der Chefredakteur der Stuttgarter Nachrichten, Christoph Reisinger, der die Moderation für die Diskussionsrunde übernommen hat. Wie schon gesagt, Giussi Nicolini, die Bürgermeisterin der Gemeinde Lampedusa und Linosa, konnte leider nicht persönlich kommen, wird uns aber über Skype zugeschaltet sein, wenn alles klappt. Es wird darüber diskutiert, wie die Insel Lampedusa mit diesem Ansturm von Flüchtlingen fertig wird, welche Maßnahmen Italien und Europa unternehmen, um der Not zu begegnen, und welche Politik wird derzeit von den einzelnen europäischen Staaten und ihrer mit der Immigration und der Migration beschäftigten Institutionen verfolgt. Ich danke dem Haus der katholischen Kirche, dass wir diese Veranstaltung in seinen Räumen durchführen können. Den ACLI Baden-Württemberg, allen unseren Partnern und Dr. Reisinger, dass sie unserer Einladung gefolgt sind. Ganz besonders danken möchte ich der Bürgermeisterin von Lampedusa und Linosa, dass sie, wenn auch nicht persönlich, so doch über Skype hier präsent sein kann und berichten kann, wie die Autoritäten der Insel dieser so schwierigen Prüfung begegnet sind und uns so ein Beispiel für Großherzigkeit und Menschlichkeit gegeben haben. Der Eintritt zu den Veranstaltungen gestern und heute ist, wie Sie wissen, frei. Wir erbitten jedoch um eine Spende, die dem Arbeitskreis Asyl Stuttgart für seine humanitäre Arbeit zugute kommt. Ich wünsche Ihnen allen einen interessanten Abend. Dankeschön. Guten Abend. Auch von meiner Seite im Namen der ACLI Baden-Württemberg und die ganzen Partner, die mitgemacht haben, ein herzliches Willkommen. Sie wissen vielleicht, gestern Abend gab es hier in diesem Saal bereits eine sehr eindruckende Einstimmung. Es war eine chemische Lesung über die Tragödie von Lampedusa am 3. Oktober
2013. Bei mir hatte sie einen ganz konkreten und bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir dürfen als Menschen und als Christen nicht wegschauen. Und wo ist hier unsere ganze persönliche Verantwortung? Wie reagiert die Kirche? Wie reagiert die Politik? Diese unvorstellbare Leid von Männern, Frauen und Kindern wiederholt sich täglich an der Strände meiner Heimat Sizilien. Lassen Sie mich dazu kurz zitieren aus einem Brief der Initiative Prophetische Kirche, Weihnachts von Lampedusa ausgesehen. Die Bilder haben sich in unsere Gedächtnis eingebrannt. Immer neue Wellen von Flüchtlingen, die völlig erschöpft an der Strände von Lampedusa und Malta kommen und auf die vielen Toten zurückzuschauen, die es nicht geschafft haben. Und mit den Bildern kommt ein Gefühl von Scham und Ohnmacht. Nicht führt uns dramatisch vor Augen, wie sehr die Zeit aus den Fügen ist. Immer mehr Menschen sehen ihre Heimatländer keine Zukunft mehr für sich und ihre Kinder und suchen verzweifelt, einen Ort zu überleben. Es ist ein Armutszeugnis sondergleichen für die Menschheitsfamilien, dass mitten in der Fülle der Schöpfung Gottes immer mehr Menschen Leid und Leben riskieren müssen, auf der Suche nach einer lebenswerten Zukunft, an einem fernen, unbekannten Ort. Papst Franziskus hatte dafür nur ein Wort. Vergogna. Und was ist die Reaktion der Mächtigen? Was ist unsere Reaktion? Wir versuchen heute Abend eine kleine Antwort zu geben. Danke. Meine Herren, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Ganz speziell unseren Gästen, direkt zu meiner Linken Dr. Antonio Russo von den italienischen Arbeitnehmerverbänden, den katholischen ACLI, bereits vorgestellt, als Rom zu uns gekommen. Auch dann zweimal Stuttgart prominent vertreten, neben Dr. Russo Fritz Weller, Bereichsleiter Migration und Integration bei der Caritas Stuttgart und Pfarrer Werner Baumgarten vom Arbeitskreis Asyl in Stuttgart und ich glaube, man überträgt nicht, wenn man sagt, der Asylpfarrer in Stuttgart. Einen guten Namen zu dem Thema hat. Ich freue mich sehr, dass ich diese Diskussion moderieren darf, denn nach meinem Verständnis und auch dem unseres Kollegiums sind die Stuttgarter Nachrichten ein Medium für alle Stuttgarter, egal wo sie ihre familiären Wurzeln haben. Und außerdem verbindet mich ein schönes Studienjahr in Sizilien noch in besonderer Weise mit dieser Thematik. Wir haben bereits gehört, was Papst Franziskus gesagt hat zu diesem Thema, das Wort der Schande, es steht. Und es ist ja auch zu sagen, es war Papst Franziskus, der diesem Thema enorme Öffentlichkeit verschafft hat mit seinem Besuch kurz nach dem Riesenunglück vom 3. Oktober 2013. Und er hat das nochmal fortgesetzt und erneuert kürzlich mit seinem zweiten Besuch. Es ist ja bemerkenswert, es war seine erste Dienstreise als Papst, die erste Reise, die er aus Rom rausgeführt hat in diesem Amt, die hat ihn nach Lampedusa geführt. Deswegen soll ihm heute Abend auch das erste Wort gehören. Das Bild des Tages. Papst Franziskus wirft einen Blumenkranz ins Wasser des Mittelmeers vor der Flüchtlingsinsel Lampedusa. Zum Gedenken an die vielen tausend Menschen,
die in den letzten Jahren bei der gefährlichen Überfahrt von Nordafrika aus ums Leben gekommen sind. 120 Fischerboote begleiten das Kirchenoberhaupt bei seiner ersten Reise außerhalb Roms. Danach trifft der Papst junge Flüchtlinge, die erst vor wenigen Tagen hier gestrandet sind, auf der winzigen Insel zwischen Tunesien und Sizilien. Wir haben unsere Heimatländer aus zwei Gründen verlassen, aus politischen und aus wirtschaftlichen Gründen. Wir wurden mehrmals von verschiedenen Schleppern entführt und waren in ihren Händen. Um Italien zu erreichen, mussten wir so viel Leid ertragen. Wir bitten Sie, Heiliger Vater, helfen Sie uns. Anschließend feiert Francisco seine Messe mit Bootsflüchtlingen und Einheimischen. Einen Bußgottesdienst, wie er betont. Denn er bittet Gott um Vergebung für die Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Flüchtlinge. Wir haben uns an das Leiden des anderen gewöhnt. Es betrifft uns nicht. Es interessiert uns nicht. Es ist nicht unsere Sache. Es gibt eine Globalisierung der Gleichgültigkeit. Die macht uns alle zu anonymen Verantwortlichen, ohne Namen und ohne Gesicht. Christen aber, so fordert er, dürfen sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Er mahnt mehr Solidarität mit Flüchtlingen an und mit allen anderen Menschen, die in Not sind. Indirekt kritisiert der Papst die europäische Flüchtlingspolitik und auch die politischen Führer in den Herkunftsländern der Flüchtlinge. Dann dankt er den Bewohnern Lampedusas sowie allen Helfern und Sicherheitskräften. Ihr seid ein Vorbild für Liebe und Aufnahmebereitschaft. Lampedusa ist hier wie ein Leuchtturm. Und ich hoffe, es wird ein Leuchtturm für die ganze Welt, damit alle Menschen den Mut finden, denen zu helfen, die in Not sind. Starke Worte, starke Bilder. Auch bei seiner ersten Reise setzt Papst Franziskus auf besondere Gesten und zeigt deutlich, wie ernst er es meint mit der Kirche der Armen, die an die Ränder gehen muss. Wenn wir nochmal zurückgehen an diesen Punkt, an das große Unglück vom 3. Oktober 2013, das ja nicht zuletzt deshalb so große Aufmerksamkeit gefunden hat durch die Reaktion des Papstes. Und dann stellt sich natürlich in der Rückschau die Frage, was hat sich denn seither getan? Einen kurzen Überblick sozusagen von oben drauf auf die Details. Dazu können die Experten zu meiner Linken nachher sehr viel mehr sagen. Von oben drauf geguckt, ist festzuhalten, es haben im Jahr 2014 bereits mehr als 150.000 Flüchtlinge die Küsten Italiens erreicht, viele in Lampedusa, aber nicht nur dort. Es hat sich aber an der gesetzlichen Grundlage seitens der EU die Verträge von Schengen, von Dublin und ihre Ausführungsbestimmungen hat sich nichts Wesentliches geändert. Vielleicht müsste man, so wie die Dinge laufen, sagen, es ist schon gut, dass sich dort nichts verschlechtert hat. Es ist nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nach wie vor verboten, sogenannte Pushback-Operationen durchzuführen. Also Sie können Behörden, die Flüchtlinge aufgreifen, können sie nicht einfach sofort wieder zurückschicken, dahin, wo sie hergekommen sind. Das bleibt verboten. Italien selber hat unter dem Schock des großen Unglücks selber die Initiative ergriffen und hat die Operation Mare Nostrum aufgelegt, eine Operation der Seestreitkräfte und der Guardia di Finanza, die ganz wesentlich das Ziel hatte, Flüchtlinge, die in Seenot geraten, zu retten. Das hat über 12 Monate eine stolze Bilanz vorzuweisen. Es wurden etwa 100.000 Flüchtlinge geborgen, etwas mehr als 100.000. Die Operation konnte aber nicht verhindern, dass im Zuge dieser Operation etwa 500 Tote zu registrieren waren, 1.400 Vermisste
und dass 200 Menschen geborgen wurden, deren Identität aber bis heute nicht zu klären war. Italien hat in diesen 12 Monaten 112 Millionen Euro dafür aufgewandt. Bemerkenswert an der Operation war, dass der Einsatzbereich bis an die tunesische und vor allem an die libysche Küste reichte. Libyen spielt eine besondere Rolle. Der italienische Regierungschef Renzi hat kürzlich gesagt, Libyen ist ein sogenannter Failed State, ein zerfallener Staat, einer, der nur noch auf dem Papier existiert. Das heißt, von dort ist kaum durch Regierungshandeln eine Unterstützung oder Koordination zur Rettung oder zum Wohl von Flüchtlingen, die aus Afrika nach Europa wollen, zu erwarten. Die EU ihrerseits hat ihre Anstrengungen auch verstärkt, auch wenn die etwas anderen Charakter hatten. Es gab als koordinierte Aktion der EU-Polizeien vom 23. bis zum 26. Oktober die Operation Mos Maiorum. Es gibt unterschiedliche Angaben dazu, wie viele Polizisten dafür im Einsatz waren. Es schwankt so um die 18.000. In den meisten Ländern Europas offizielles Ziel und auch durch die Ergebnisse durchaus erhärtet war, Schlepper zu fassen, die Menschenhändlernetze anzureißen. Es gab aber auch Kritik an der Aktion, weil natürlich der erste Zugang beim Ermitteln die Flüchtlinge selber waren. Kritiker haben von einem Blitzkrieg gegen Flüchtlinge gesprochen. Da geht die Beurteilung also weit auseinander. Italien hat seine Operation Mare Nostrum zum Ende Oktober eingestellt. An deren Stelle ist die EU-Operation Triton geraten, die in Obhut der der gemeinsamen Grenzschutzbehörde-Organisation Frontex liegt. Triton ist aber deutlich schwächer ausgestattet, als es Mare Nostrum war. Etwa ein Drittel der finanziellen Mittel, es sind nur zwei große Schiffe, zwei Fregatten beteiligt, neben zwei Patrouillenbooten und 5 Hubschraubern und einem Seefernaufklärer. Und der Einsatzbereich sind die küstennahen, also die EU-küstennahen Gebiete, das heißt, was zum Beispiel zwischen Libyen und Lampedusa passiert oder die 12-Meilen-Zone um Lampedusa bleibt weitgehend im Schatten von Triton. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass die EU nach wie vor, und das ist natürlich ein Ausfluss ihrer Gesetzgebung, sich dem Thema stark über eine technische Seite nähert. Sie kennen Details, also die Operation, die Frontex durchführt, wobei es ja offiziell darum geht, Flüchtlingsströme zu lenken und nicht sie abzuwehren. Gleichzeitig wird das technisch stark gestützt durch Eurosur, eine mit 340 Millionen Euro ausgestattete technische Überwachungsorganisation, die sich stark auf Satelliten, Drohnen, Radar stützt, um halt Frontex ein möglichst im gesamten Mittelmeerraum und auch an den südosteuropäischen Landgrenzen, das wird ja dann immer schnell vergessen, dort spielt das Thema ja auch ganz wesentlich, zu ermöglichen. Was vielleicht stärker auffällt als diese technischen Aspekte, ist, dass sich natürlich mit dem wachsenden Zustrom von Flüchtlingen auch die Position, die Verhalten, die Diskussionen, wird rauer um das Thema. Das werden mir wahrscheinlich meine Gäste hier im Gespräch nochmal bestätigen und im Detail ausführen können. Es wird auch deutlich an der sehr unterschiedlichen Bewertung von Mare Nostrum. Also es gibt die eine Seite, die sagt, toll, eine wunderbare humanitäre Aktion. Es wurden mehr als 100.000 Menschen zum Teil aus akuter Seenot gerettet. Es gibt eine andere Interpretation, die sagt, das hatte einen riesigen Pull-Effekt. Es war ein Konjunkturprogramm für Schlepper, die ihre Sicherheitsstandards für die Flüchtlinge sogar noch weiter verschlechtert haben, weil sie darauf
spekuliert haben und kalkuliert haben, dass ja die italienische Marine oder die italienische Küstenwache sich kümmern wird. Es sei also eben so ein ein Kostensenkungsprogramm für Schlepper gewesen. Eine Diskussion, die uns ganz stark begleitet und auch so schnell nicht verlassen wird, ist das Thema Lastenverteilung. Es steht ja auch ein bisschen über dem Motto des heutigen Abends. Lampedusa geht uns als Europäer alle an. Auch dort stoßen wir natürlich auf unterschiedliche Interpretationen. Wir haben einmal die Sichtweise der Länder, in denen die Flüchtlinge zunächst mal ankommen. Das ist in ganz hohem Maß ist das Italien, das ist aber auch Spanien, Griechenland, Bulgarien, Rumänien. Und es gibt die etwas andere Betrachtung derer, die nicht an diesen EU-Außengrenzen sind, wie in Deutschland, die dann eher darauf verweisen, dass sie in der langfristigen Behandlung des Themas deutlich mehr leisten als andere. Eine Zahl aus dem Monat Juli hat Deutschland etwa 20.000 Asylanträge neu Asylanträge allein in diesem Monat Juli bearbeitet, Italien ein gutes Viertel, die Niederlande und Österreich, wenn Sie das mal ins Verhältnis zur Einwohnerzahl setzen, dann wieder in sehr großer Zahl etwa ein Achtel, also etwa so gegen zwischen 2.000 und 2.500 Fälle, Spanien dagegen aber nur 500, wenn Sie das mal ins Verhältnis zu 20.000 in Deutschland setzen oder zu 5.700 in Italien. Also das ist ein Diskussionsstrang, der erhalten bleibt. Ein weiterer innerhalb der EU ist der, dass manche sich dem Thema ganz abwenden. Großbritannien und Irland machen bei Frontex nicht mit. Großbritannien hat sich jetzt auch geweigert, bei Triton mitzumachen, trotz einer relativ starken britischen Marinepräsenz im Mittelmeer und einer Abstützung auf Gibraltar ist Großbritannien nicht beteiligt. Und ein weiterer Punkt bei Lastenteilung da ist der Faden gerissen. Um einen Blick nach vorn zu werfen, Dieter Roman, Chef der Bundespolizei, hat kürzlich in einem Interview der Welt gesagt, eine Verbesserung des Schicksals der Flüchtlinge, um nicht zu sagen eine Lösung des Problems, liege in Brüssel und es geht im Kern um drei Themen, um die Beschleunigung der Asylverfahren, um eine bessere Steuerung der Flüchtlingsströme und um eine Einhaltung der bestehenden Verträge durch alle. Und da sind wir wieder an dem Punkt, der mir gerade abhandengekommen ist, dass es natürlich kontroverse Sichten drauf gibt, wie intensiv wird zum Beispiel das Dublin-Abkommen beachtet von den 150.000 Flüchtlinge, die Italien erreicht haben, sind 60.000 etwa nicht registriert worden. Die waren dann runter vom Radarschirm. Viele sind dann in anderen europäischen Ländern wieder aufgetaucht. Nach dem Dublin-Abkommen bestünde ein Anspruch dieser Länder, diese Menschen nach Italien als an das erstaufnehmende EU-Land zurückzuschicken, ist aber, wenn es keine Registrierung gibt, faktisch unmöglich. Das ist die Sicht des Chefs der Bundespolizei, ich gebe die Frage einfach mal nach links weiter. Wo sehen Sie denn eine Lösung des Problems, Herr Dr. Busse? Grazie, intanto buonasera, buonasera a tutti, grazie per questa opportunità. Io avete capito che ho un interprete che ringrazio e quindi andrò piano in modo che lei possa tradurre. Continuo con i ringraziamenti con chi ha promosso questa iniziativa. Io credo ci sia prima di tutto un gran bisogno di parlare di immigrazione in Europa e colgo nella iniziativa di questa sera, promossa anche dalle ACRI, colgo appunto questo desiderio di capire che cosa sta succedendo in Europa e che cosa sta succedendo nel mondo. Partirei di qui, se ho qualche cenno, non so se posso andare avanti. Ecco, guardatemi. Und
vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier sprechen zu dürfen. Ich spreche etwas langsamer, denn wie Sie gesehen haben, habe ich eine Dolmetscherin an meiner Seite. Ich denke, dass es ganz grundlegend ist, sehr wichtig ist, über Immigration zu sprechen. Und ich möchte auch wissen und beobachten, was geschieht, was in der Welt geschieht, was in Europa geschieht. Also jetzt haben wir die Verbindung, die Skype-Verbindung zur Bürgermeisterin. Das heißt, wir müssen hier kurz den Bericht von Herrn Russo unterbrechen, weil wir nach Lampedusa gehen. Michael Peter? Ich bin Christoph Reisinger. Sono molto lieti di averla tra di noi, almeno così. Ich freue mich, dass sie wenigstens über Skype hier sein können. Grazie, io sono molto dispiaciuta di non essere lì. Però purtroppo la vita dei sindaci è molto complicata. Soprattutto in questo momento, soprattutto in un'isola così lontana e con tanti problemi. Perciò sono davvero dispiaciuta e spero che un giorno potremmo vederci comunque, o qui o lì da voi. Also es tut mir sehr leid, heute nicht bei Ihnen sein zu können, doch das Leben eines Bürgermeisters bzw. einer Bürgermeisterin ist sehr kompliziert, vor allem in Situationen und Momenten wie diesen, auf einer Insel, die zum einen klein ist, aber auch sehr weit weg. Und vielleicht, und ich hoffe zumindest, dass wir einmal die Möglichkeit haben, uns persönlich kennenzulernen, entweder hier bei uns in Lampedusa oder bei Ihnen in Stuttgart. Können Sie uns die Situation in Lampedusa erklären? In diesem Moment tranquilla, perché andiamo verso l'inverno. E le condizioni del mare non sono sempre buone, quindi gli sbarchi sono molto limitati in questo momento. Also im Moment ist die Situation recht ruhig. Wir gehen auf den Winter zu. Das Meer ist nicht gerade einladend, so dass es sehr viel weniger Überfahrten gibt. Però non nascondo che siamo molto preoccupati perché la fine di Mare Nostrum potrà aprire scenari non prevedibili, non sappiamo quello che succederà. L'operazione Triton è una cosa completamente diversa da Mare Nostrum, quindi appena il tempo migliorerà con la primavera le cose potrebbero cambiare. Ich möchte jedoch auch nicht leugnen, dass wir auch sehr besorgt sind, denn die Operation Mare Nostrum ist nun zu Ende. Die Operation Triton ist ganz anders ausgelegt als Mare Nostrum. Das heißt, wenn das Frühjahr wieder beginnt, könnten wir wirklich erhebliche Probleme bekommen. Se partiamo un attimino dalla visita di Papa Francesco dell'anno scorso, ci sono delle cose che sono migliorate in questi ultimi 12-13 mesi. Ma guardi, allora, se parliamo delle modifiche normative, delle leggi, sapete bene che non è cambiato nulla. Se parliamo anche della riforma del sistema di accoglienza, sappiamo bene che non è cambiato nulla né in Italia né in Europa. Però credo che tuttavia molto sia cambiato. Ja, also in legislativer Hinsicht, in gesetzlicher Hinsicht wissen wir alle, dass sich nichts geändert hat. Die Reform des Aufnahmesystems hat sich weder in Italien noch in Europa geändert. Allerdings hat sich in anderer Form schon etwas geändert. Allora, innanzitutto si è aperto. È stato tolto un velo di omertà, di indifferenza, di silenzio su quella che è la tragedia più grande del nostro tempo, il Mediterraneo come cimitero.
Also man hat insbesondere, es wurde insbesondere das Schweigen gebrochen über das Drama, das sich ereignet hat und darüber, dass mittlerweile das Mittelmeer ja ein ganzer Friedhof geworden ist. Credo che prima di Papa Francesco molte persone non sapevano neppure quanti morti ci fossero nel Mediterraneo ogni anno. E se non c'è consapevolezza nelle persone, nell'opinione pubblica, le politiche di chiusura delle frontiere non sarebbero apparse così ingiuste e disumane. Oggi è molto più possibile immaginare un cambiamento, perché quando le politiche di immigrazione e d'asilo sono così disumane da causare morti in mare, perché quelle vittime non sono vittime del mare, né sono vittime soltanto della criminalità organizzata, sono anche il risultato delle nostre politiche. A questo punto credo che la coscienza delle persone porterà prima o poi a un cambiamento decisivo. Ja, ich glaube, dass bevor Papst Franziskus seine Rede gehalten hat, viele Menschen nicht wussten, wie viele Personen, wie viele Flüchtlinge im Mittelmeer bereits umgekommen sind. Wenn es kein Bewusstsein gibt bei den Personen innerhalb der Öffentlichkeit, dann kann es natürlich auch sein, dass die politischen Entscheidungen vollkommen inhuman getroffen werden. Wenn wir hier inhumane politische Entscheidungen haben, dann können diese natürlich oft die Ursache für mehr oder insgesamt für Tote im Meer sein. Das kann dann letztendlich dazu führen, dass mehr Menschen ums Leben kommen. Und ich glaube, dass je mehr Menschen ein Bewusstsein entwickeln für die Problematik und für die Situation, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich auch politisch etwas ändern kann. Nell'edizione di ieri nel mio giornale Stuttgart Nachrichten abbiamo pubblicato una storia del mio collega Jürgen Bock riguardante due uomini africani, un nigeriano, un gambiano, che da circa 11 mesi vivono a Stoccarda, sono entrati in Europa via Lampedusa nach Europa. E loro si sono lamentati molto della situazione in Lampedusa, Lampedusa facilitare un pochino il fatto della gente che viene dall'Africa a Lampedusa. Für die Menschen, die aus Lampedusa, die aus Afrika kommen? Allora, a Lampedusa le cose non sono andate sempre, dipende molto dai governi, no? Per esempio gli anni dal 2009 al 2011, quando al governo c'era la Lega e il ministro dell'interno competente in materia di immigrazione era il leghista Maroni, sono stati gli anni più bui per l'Italia e anche per Lampedusa. In Lampedusa war nicht immer alles schlecht. Das war natürlich auch abhängig von den Regierungen. Zwischen 2009 und 2011 hatten wir eine Lega-Regierung, das heißt, der Immigrationsminister war Maroni. Und da hatten wir natürlich sehr, sehr dunkle Zeiten in diesem Zeitraum. Vorrei ricordare che nel 2009 sono iniziati i respingimenti in mare e sono iniziati i rimpatri collettivi effettuati direttamente da Lampedusa, per cui le persone che sbarcavano qui venivano trattenute a lungo, molto tempo a Lampedusa e quindi aumentavano sempre e le condizioni dentro il centro di accoglienza erano veramente disumane. Ja, im Jahr 2009 begann man mit den Push-Up-Aktionen, das heißt, man versuchte Menschen, die vom Meer an die Küsten kamen, mit Polizeigewalt wieder zurückzudrängen. Flüchtlinge auf Lampedusa wurden auch abgeschoben. Sie mussten aber lange, lange Zeit auf Lampedusa verharren, in Flüchtlingslager,
die vollkommen überfüllt waren und in absolut inhumanen Zuständen waren. Und wie sieht die Situation für die Einwohner von Lampedusa aus? Hat sich da etwas in den letzten 12 Monaten geändert oder ist alles so geblieben bisher? Le condizioni dell'isola, i bisogni di quest'isola sono così tanti. È stata un'isola troppo abbandonata, troppo dimenticata per troppo tempo. Qui è tutto da ricostruire, da fare, le infrastrutture, i trasporti, la rete idrica, la rete fognaria, il distillatore per l'acqua, il depuratore, le scuole. Quindi il governo Letta ha assegnato uno stanziamento di 20 milioni di euro per Lampedusa. Non saranno sufficienti a risolvere tutti i problemi. Però siamo, almeno io sono molto fiduciosa che oggi, devo dire grazie a Papa Francesco e anche purtroppo grazie al naufragio del 3 ottobre che ha aperto ancora di più l'attenzione su Lampedusa, credo che noi non saremo più l'isola dimenticata e sconosciuta di prima. Insomma, ci vorrà tempo per risolvere tutti i nostri problemi, però finalmente il mondo sa che esistiamo, finalmente ci siamo imposti. Fino al punto che si può dire, che Lampedusa nel frattempo è sull'agenda politica dell'Italia sia dell'Europa? Sì, è entrata nell'agenda, nel suo insieme, come simbolo delle periferie del mondo, che sono tali non solo perché ricevono i migranti, no? Sono realtà marginali, dimenticate, dove i diritti delle persone che ci vivono sono negati. Quindi è centrata, credo, in questo modo. Spero che possa essere sempre più chiaro a tutti che qui è dimostrabile come le politiche dell'immigrazione in questo momento attuate nel nostro continente sono ingiuste non soltanto per le persone che vorremmo lasciare fuori, ma sono ingiuste anche per le comunità che vivono lungo il confine, lungo la frontiera, le comunità come noi. Ja, also unsere Insel wurde einfach zu lange im Stich gelassen. Es gibt kaum Infrastrukturen, es gibt kein richtiges Wassersystem, es gibt kein richtiges Abwassersystem. Die Schulen sind nicht gut eingerichtet, da hapert es sehr. Die Regierung Letta hat jetzt auch 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das wird insgesamt nicht ausreichen, aber es ist ein Anfang. Und natürlich nach der Rede von Papst Franziskus und man muss auch schon fast sagen, dank dem Drama vom 3. Oktober 2013 ist Lampedusa mit all seinen Bedürfnissen die Not Lampedusas ins Rampenlicht gerückt. Ich glaube nicht oder ich hoffe, dass Lampedusa in Zukunft nicht weiter im Stich gelassen wird. Es wird sehr viel Zeit brauchen, bis man diese ganzen Probleme gelöst haben wird. Doch ich bin insgesamt doch zuversichtlich, denn in der Welt gibt es mittlerweile ein Bewusstsein für die Problematik. Lampedusa ist mittlerweile ein Symbol geworden in der Welt und es geht hier in Lampedusa nicht nur um die Rechte der Immigranten, sondern auch um die Rechte der Einwohner von Lampedusa, die natürlich verletzt wurden durch die hohe Anzahl der Flüchtlinge, die anwesend sind. Ich hoffe, dass sich da was ändern wird und ich glaube auch, dass sich da was ändern wird. Denn die ungerechte Politik, die derzeit an den Tag gelegt wird, ist nicht nur eine Ungerechtigkeit, und das wiederhole ich nochmal, für die Flüchtlinge, sondern auch für die Städte, die an den Küstenstreifen Europas liegen und in die die Flüchtlinge dann als erstes einreisen.
Quale impressione ha fatto a lei che lavora ogni giorno, sia per i lampedusani, sia per i profughi, che il 4 novembre la Corte europea per i diritti umani ha proibito alla Svizzera di demandare profughi in Italia, dichiarando insopportabili la situazione di Elli in Italia? Chiaramente è una cosa triste e mortificante, ma nello stesso tempo è una sentenza che considero importante, perché ratifica una realtà oggettiva e mette il dito nella piaga che è il regolamento di Dublino, che insieme alle modalità di richiesta d'asilo va assolutamente cambiato e riformato, è fonte di profonda ingiustizia e denuncia drammaticamente la situazione dell'accoglienza nel nostro paese, nell'Italia, che è sempre stata improntata alla logica emergenziale. È come se di fronte ci avessimo una calamità naturale, un terremoto, qualcosa che si verifichi una volta soltanto e non si ripete mai più. Invece siamo davanti a un fenomeno della storia. Dobbiamo completamente modificare la logica con cui accogliamo le persone. Ja, das ist natürlich sehr traurig. Es geht hier allerdings um ein Urteil, das auch sehr wichtig ist, da es sozusagen den Finger in die Wunde legt, nämlich das Abkommen von Dublin. Dieses Abkommen muss unbedingt reformiert werden. Es zeigt auch, wie schwierig und wie schlecht die Aufnahmesituation in Italien ist. Es wird agiert, als ob es sich um eine Katastrophe, Naturkatastrophe handeln würde, die nur einmal geschieht. Dabei haben wir mit Flüchtlingsströmen hier zu tun, die immer wieder kommen. Das heißt, global ändert sich einfach die Situation. Wir haben es nicht mit einer einmaligen Naturkatastrophe zu tun. Recentemente Bernd Lucke, il capo dell'abbastanza nuovo partito Allianza per la Germania, Allianz für Deutschland, ha detto noi dobbiamo fare chiaro a tutti che una barca troppo caricata per sé non è già un biglietto d'entrata nell'Unione Europea. Che cosa risponderebbe a lui? Ein Verbot darstellt. Quelle barche non sono einzureisen. Biglietti di entrata sono mezzi di fuga, quelle persone fuggono, ecco perché sono troppo piene, ecco perché considerano, mettono nel conto l'ipotesi che possano morire. Non capisco questo tipo di visione di un problema che invece è per noi qui a Lampedusa molto molto chiaro. Sono persone che scappano, non persone che entrano illegalmente, scappano da guerra, fame, dittature, tragedie. Se vogliamo evitare che quei barconi arrivino così carichi, a volte sono carichi di morte piuttosto che di speranza, dobbiamo fare in modo che queste persone possano chiedere aiuto lungo i paesi di transito, direttamente nelle nostre ambasciate presenti in quei paesi e farli venire in un modo più civile e umano. Also bei diesen überfüllten Schiffen handelt es sich um Schiffe, auf denen Flüchtlinge sind, die flüchten vor Elend, Hunger, Leid, deswegen sind sie zu voll. Ich kann diese Ansicht von Bernd Lucke ehrlich gesagt nicht verstehen. Wir haben hier in Lampedusa schon verstanden, wie gesagt, dass diese Menschen fliehen und fliehen müssen vor Diktaturen, vor Hunger und vor Leid. Wenn wir nicht möchten, dass diese Kähne zu uns kommen, die überfüllt sind und auf denen manchmal mehr der Tod regiert als das Leben, denn auf diesen Kähnen sterben ja diese Menschen auch schon, dann müssen wir etwas tun, dann müssen wir dafür sorgen, dass diese Menschen sich an unsere Botschaften wenden können, dann müssen wir an den Küsten vieles verbessern. Ci può dire una parola sul lavoro delle forze di sicurezza, sia di
die Arbeit der Sicherheitskräfte sagen, die Sicherheitskräfte, italienische Sicherheitskräfte und die Sicherheitskräfte von Frontex. Sehen Sie diese Arbeit, die durchgeführt wird, positiv? C'è tanta differenza tra l'operazione Mare Nostrum, che si chiuderà il 31 dicembre, almeno queste sono gli annunci del governo italiano, e l'operazione Frontex. Sono due cose completamente diverse. Mare Nostrum, quindi le navi militari italiane stavano molto più a sud di Lampedusa, quindi erano in grado di salvare molte più persone. Frontex invece, Triton, che poi è un nome di un'operazione comunque dentro Frontex, è un'operazione di monitoraggio delle frontiere. Stanno soltanto a 30 miglia a sud da Lampedusa, e questo comporterà che molti naufragi non potranno essere evitati. La gente morirà di più adesso. Ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Operation Mare Nostrum, die jetzt Ende des Jahres ausläuft, und Frontex. Die italienischen Schiffe agierten auch südlich der Insel Lampedusa. Frontex und Triton, Triton wird von Frontex kontrolliert, sind dagegen Operationen, in denen ausschließlich die Grenzen kontrolliert werden. Deswegen wird es weniger Schiffe geben, die auch nahe der afrikanischen Küsten oder keine Schiffe geben, die nahe der afrikanischen Küsten operieren können. Es wird mehr Schiffsbrüche geben und somit auch mehr Tote. Noi in questa sala siamo partiti con una parola, un video di Papa Francesco. Dunque vorrei chiudere con una domanda. Che senso la sua visita recente per lei è stata un sostegno anche per il futuro? Oder der Besuch von Papst Franziskus, war das eine Hilfe, eine Unterstützung? Papa Lampedusa è una svolta nella storia proprio, è una svolta storica sia per la questione dei migranti, del diritto d'asilo, sia per il destino e il futuro di Lampedusa e di tutte le Lampedusa del mondo. È ovvio che io sono pure convinta di un'altra cosa, che persino l'effetto devastante delle immagini del naufragio del 3 ottobre, di quelle 366 bar, non sarebbe stata la stessa cosa senza Papa Francesco prima. È lui che ha cambiato lo sguardo verso quei morti, perché veda, non è il numero dei morti che fa la differenza tra sopportare o non sopportare, tollerare o non tollerare una questione così grave, una strage così. Io, quando ho scritto il mio appello all'Europa nel novembre 2012, fu perché mi avevano consegnato 11 corpi. E per me quegli 11 morti erano tantissimi. Per me ogni morto è il sintomo di un naufragio, ed è il simbolo di una cosa orribile. Quindi sono convinta che senza quella visita neppure quei 366 corpi messi in fila avrebbero sconvolto il mondo. Quindi è stata un grande gesto quello di Papa Francesco, ha veramente rivoluzionato le coscienze, e se i governi e l'Europa si convincerà che non può essere considerato normale calmierare i flussi con i naufragi, tanto merito, tantissimo merito, la gran parte del merito sarà di Francesco. Ja, der Besuch von Papst Franziskus war
zeichnet, war eine historische Wende, sowohl für die Flüchtlinge als auch für das Schicksal der Einwohner von Lampedusa. Ich bin davon überzeugt, dass das Drama vom 3. Oktober mit Sicherheit nicht die gleiche Wirkung gehabt hätte, wenn Papst Franziskus nicht das Wort ergriffen hätte. Es sind nicht die Zahlen der Toten, die einen Eindruck hinterlassen. Und es geht auch nicht darum, wie viele Tote es sind, ob man jetzt sowas toleriert oder nicht. Ich habe meinen Appell an die Europäische Union im November 2012 gerichtet. Da hatten wir es mit 11 Toten insgesamt zu tun. Jeder einzelne Tote ist für mich ein Symbol für einen Schiffsbruch. Ohne den Besuch von Papst Franziskus hätte man sich mit Sicherheit nicht um diese 365 ums Leben gekommene Menschen irgendwie geschert. Und es hätte sich ganz bestimmt nichts geändert. Wenn ein Umdenken stattfinden sollte bei den Regierungen und innerhalb Europas, dann ein Umdenken hinsichtlich der Schiffsbrüche. Und wenn die Regierungen aufhören werden, diese Schiffsbrüche, diese ganzen Tragödien als normal zu bezeichnen und als normal anzusehen, dann geht hier der Dank, und davon bin ich überzeugt, an Papst Franziskus. Se lei è d'accordo e lo permette, vorrei dare l'occasione al posto pubblico di mettere due questioni. Die Möglichkeit geben, hier einige Fragen zu stellen. Also Sie können jetzt Fragen stellen. Ich bin Lehrerin und ich wollte meinen Kindern, meinen Schülern zeigen, wie solidarisch ihre Einwohner sind. Aber ich habe überhaupt... Sie forse potrebbe... No, non ho sentito. Dovrebbe venire al microfono. Also wenn jemand Fragen stellen möchte, dann wäre es gut, wenn er hierher kommen würde, weil die Bürgermeisterin hört es sonst nicht. Sono professoressa, vorrei anche dirle che sono nata a Catania e la cosa mi sta tanto a cuore quando parlo della Sicilia nera. Volevo farle vedere quanto sono accoglienti i lampedusani, volevo farle vedere delle foto delle case di accoglienza a Lampedusa, però quando ho fatto una ricerca in internet ho trovato purtroppo solo degli scandali. Che cosa è cambiato nelle case di Lampedusa gefunden? Was hat sich geändert? In questo momento, intanto è cambiato che il numero dei posti per cui il centro è agibile è diminuito. È venuta una commissione europea di indagine a visitare il centro e ha detto no, qui non ci sono gli standard per 800 persone, ma al massimo per 400 persone. In quest'ultimo anno non si sono più verificati episodi di sovraffollamento là dentro, però devo aggiungere che in quest'ultimo anno c'è stata l'operazione Mare Nostrum che ha consentito il trasporto delle persone direttamente con le navi militari in Sicilia e anche in altri porti d'Italia, anche a Taranto, eccetera. Perché comunque in un centro di 400 posti, ma anche quando erano 800, non sarebbe possibile ospitare dignitosamente migliaia e migliaia di persone. Quest'anno Mare Nostrum ne ha salvate 160.000, a volte in un weekend ne prendevano 5.000 soltanto in due giorni. Se fossero stati portati tutti a Lampedusa, non si sarebbe potuto garantire un'accoglienza umana. Quindi non è tanto quanto è grande il centro o quanto possiamo ingrandirlo, ma è
innanzitutto fare in modo che i barconi non arrivino, che ne arrivino sempre di meno. Dobbiamo rendere possibile un altro modo di chiedere aiuto e di chiedere asilo in Europa. E poi bisogna fare in modo che ci siano trasferimenti veloci da Lampedusa poi verso i centri d'accoglienza d'Italia, perché è il sovraffollamento che determina le condizioni disumane. Ja, es hat sich einiges geändert. Wir haben in unserem Aufnahmelager mehr Plätze. Es kam eine europäische Untersuchungskommission, die sagte, also dieses Aufnahmelager hat keine Standards für 800 Personen, sondern nur für 400 Personen. Wir haben jetzt auch die Standards für 800 Personen. Aber das ist eigentlich, muss man auch dazu sagen, auch der Verdienst ist von Mare Nostrum jetzt gewesen, und zwar deswegen, weil sie ja schnelle Boote haben und somit die Flüchtlinge nicht alle nach Lampedusa kamen, sondern auch an andere Orte gebracht werden konnten, in Sizilien zum Beispiel, oder zum Beispiel auch nach Taranto, nach Apulien. Somit war nicht alles auf Lampedusa konzentriert. Sie müssen wissen, wir haben in diesem Jahr durch Mare Nostrum bereits 160.000 Menschen retten können. An einem Wochenende wurden 5.000 Flüchtlinge gerettet, das heißt 5.000 Menschen an zwei Tage. Wenn man da alle in Lampedusa gehabt hätte, dann wäre das viel zu viel gewesen. Das hängt also nicht immer nur von der Größe des Zentrums ab, sondern auch von der Anzahl der Personen, die kommen. Was wichtig ist, dass einfach weniger Kähne zu uns kommen, dass diese Kähne auch an andere Küstengebiete gehen, oder dass die Flüchtlinge in Lampedusa ankommen und dann so schnell wie möglich auch wieder weitergeschickt werden in andere Aufnahmelager an anderen Orten Italiens. Denn die inhumane Situation entsteht ja nicht einfach nur, weil das Aufnahmelager so schlecht ist, sondern weil das Aufnahmelager meistens überfüllt ist. Das ist der Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Ich glaube, wir sind hier am Ende. Wir danken Ihnen sehr. Dirla che sarà benvenutissima quando c'è l'occasione di venire a Stoccarda e salutarla e augurarla buona domenica e dico alla prossima. Grazie mille. Grazie, anch'io vi aspetto a Lampedusa. Ja, ich erwarte Sie alle in Lampedusa. Meine Damen, meine Herren, ich habe den Dr. Russo natürlich ungern unterbrochen, aber er hat mich so angeguckt, dass er das auch, als ob er das auch keine verlorene Zeit fand. Und ich denke, es geht Ihnen ganz genauso, dass es eine Unterbrechung war, die uns nicht überhaupt nicht rausführt, ganz im Gegenteil. An der Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an Herrn Rubeck, der unter, wie ich vorher gesehen habe, nicht ganz einfachen Bedingungen diese Verbindung möglich gemacht hat. Toll, dass es geklappt hat. Dr. Russo, wenn Sie nochmal dort beginnen, wo wir Sie rausgelassen haben. Sì, riprendo con i ringraziamenti, grazie. Naturalmente era molto più opportuno che raccontasse di Lampedusa il sindaco di Lampedusa, che ha vissuto quei momenti terribili, e non solo quelli, tutti gli sbarchi che ci sono stati durante il periodo del suo sindacato e anche prima, perché lei è una cittadina di Lampedusa, quindi sono molto felice di questa interruzione. Ja, danke.
ist es natürlich sehr viel wichtiger gewesen, dass Frau Nicolini das Wort ergriffen hat. Sie konnte aus ihrer persönlichen Sicht erzählen, wie sich die Dramen nach Beginn ihrer Amtszeit abgespielt haben, aber auch schon vorher, denn das Flüchtlingsproblem bestand ja auch schon, bevor sie zur Bürgermeisterin gewählt wurde. Bene, io proverò a rispondere, intanto grazie a tutti quelli che hanno, lo stavo dicendo prima, organizzato questa serata, alle ACLI di Germania, a Duilio Zanibellato, a Giuseppe Tabì, al direttore della casa che ci accoglie, a tutti quanti voi, grazie. Stavo dicendo, per essere così numerosi mi dà l'idea di un'Europa, siete anche un po' il segno di un'Europa che vuole capire, vuole comprendere, non si accontenta soltanto di vedere le scene, ma è disposta a stare in una serata come questa a sentire quello che succede in Europa, perché Lampedusa è l'Europa, è la porta d'Europa, è l'ultimo punto che si può toccare, il primo venendo dal Mediterraneo, ma è pur sempre l'Europa. Ja, ich danke nochmals an Herrn Zanibellato, Herrn Merkle, Herrn Tabì, Frau Cuffaro, all denjenigen, die diese Veranstaltung ermöglicht haben. Und ich danke Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ihr zahlreiches Erscheinen zeigt, dass Sie alle verstehen möchten, Sie möchten lernen, Sie möchten sich informieren, Sie interessieren sich für das, was in Europa geschieht, was mitten unter uns geschieht. Denn Lampedusa ist Europa. Lampedusa gehört zur Außengrenze, ist der äußerste Punkt Europas. Mi farò aiutare da queste slide brevemente per andare poi alla risposta che il nostro introduttore mi chiedeva. Cercherò di toccare pochissimi punti, ma che mi sembrano opportuni per capire di quale fenomeno stiamo parlando, che cosa succede oggi nel mondo. Vedete, ci sono 7 miliardi e circa 124 milioni di persone che ogni anno attraversano, che rappresentano quella mobilità umana di cui purtroppo si parla poco. I migranti sono appunto 232 milioni di persone e soltanto in Europa ogni anno 52 milioni di persone l'attraversano. Io credo che questi dati debbano farci riflettere perché, come diceva Giusi Nicolini, probabilmente i flussi migratori non si fermeranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ich stütze mich hier auf diese PowerPoint-Präsentation, denn ich glaube, dass diese Informationen wichtig sind, um zu verstehen, was eigentlich passiert. In der Welt leben 7 Milliarden und 124 Millionen Menschen. Davon sind 232 Personen Migranten. Nur 52.000 Menschen gehen dann, durchqueren dann und durchreisen Europa. Come spiego in questa slide, ogni 4 secondi qualcuno è costretto a fuggire dal proprio paese a causa di una guerra, di una carestia e anche da persecuzioni. Il caso di Lampedusa è il caso di un'isola e di un paese, l'Italia, che si affaccia sul Mediterraneo. Non ci vogliono degli straordinari scienziati della politica per capire che finché sulle coste del Mediterraneo, nei paesi del Maghreb e nei paesi del Masghreb ci saranno le guerre, arriveranno altre persone. Also alle 4 Sekunden ist ein Mensch gezwungen, aus seinem Land zu fliehen, aufgrund von Kriegen, Hungersnöten, Verfolgungen. Lampedusa ist eine Insel mitten im Mittelmeer. Es ist klar und es ist auch nicht schwer nachzuvollziehen, dass es so lange auch Flüchtlinge haben wird, solange es zum Beispiel noch Kriege im Maghreb geben wird oder anderswo in der Welt. Dobbiamo immaginare che per la prima volta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale i rifugiati e gli sfollati hanno superato i 50 milioni. Non succedeva ormai da quasi 70 anni. Anche questo è un fenomeno che io credo che noi dobbiamo imparare a conoscere meglio e dobbiamo imparare a farlo da europei. Zum ersten Mal hat die Zahl der Flüchtlinge
Flüchtlinge seit dem Zweiten Weltkrieg die 50-Millionen-Grenze überschritten. Das war zum ersten Mal seit 70 Jahren. Ich glaube, dass wir diese Zahl mit großer Aufmerksamkeit betrachten müssen und als Europäer darüber nachdenken müssen. Come potete leggere, nel 2014 le richieste di asilo rivolte ai 44 paesi industrializzati potrebbero raggiungere 700.000. È un numero enorme che noi dobbiamo imparare a gestire perché questo fenomeno di portata epocale, come veniva detto poc'anzi da Giusi, è un fenomeno che va governato in qualche modo. Im Jahr 2014 wird die Anzahl der Asylanträge in allen 44 Industrienationen auf 700.000 steigen. Dies ist ein geradezu historisches Phänomen, das wir im Auge behalten müssen. Potete vedere facilmente in questa slide come i richiedenti asilo per nazionalità provengono dai paesi nei quali o c'è una persecuzione, una guerra o in qualche circostanza c'è una calamità. Vedete i richiedenti asilo che arrivano dalla Siria. Vorrei fare solo una precisazione. Spesso quando si parla di migranti si confondono i migranti economici con persone che hanno uno status differente, cioè i profughi e i richiedenti asilo. Questi soggetti sono diversi. Chi scappa da una guerra, da una persecuzione, ha, secondo il diritto europeo e secondo anche la Carta dei diritti dell'uomo, ha diritto ad essere accolto. Noi non possiamo confondere questi piani come qualcuno ha fatto soffiando forte il vento del populismo, del razzismo e della xenofobia. Hier haben wir eine Liste der prozentualen Anteile der Asylsuchenden. Sie sehen, 15% kommen aus Syrien. Und ich möchte hier noch auf eine Sache hinweisen, denn man unterscheidet zwischen einem Wirtschaftsflüchtling und einem Flüchtling, der aus anderen Gründen hierher kommt und Asyl sucht. Jemand, der zum Beispiel vor einem Krieg flieht, der hat auch laut der Menschenrechtscharta und laut der europäischen Gesetzgebung ein Anrecht darauf, hier in Europa Asyl zu finden. Und ich finde nicht, dass diese Pläne durch irgendwelche rassistischen oder populistischen Ansichten durchkreuzt werden dürfen. Mi scuso se salto qualche slide, ma vorrei accelerare un po'. Le persone di cui la Nicolini parlava, le persone, e lo dico ancora, di cui parliamo noi stasera, non le merci, le persone, hanno, quando partono dai paesi dove c'è una guerra, una persecuzione, hanno normalmente un progetto migratorio. Nelle famiglie si fa un investimento molto importante, un viaggio dalla Libia a Lampedusa costa $2,600. Qualche volta le famiglie, per far partire una sola persona, si indebitano e questo debito non si estingue al momento della partenza, si estingue a volte dopo anni, perché chi appunto organizza le mafie dei trasporti delle persone tra il Mediterraneo e l'Europa è capace anche negli anni di tenere queste persone in una situazione di quasi schiavitù. Ich überspringe die eine oder andere Seite meines Vortrages aus zeitlichen Gründen. Ich möchte jedoch auch nochmal das aufgreifen, was die Bürgermeisterin Giusi Nicolini gesagt hat. Diese Personen, ich spreche hier von Personen und nicht von Waren, haben nur ein Ziel. Sie möchten weg. Die Familien verschulden sich oft hoch. Denn der Preis für eine Überfahrt liegt bei ca. $2,600. Teilweise sind diese Schulden mit der Abreise noch nicht abbezahlt. Sie müssen sie also noch jahrelang abbezahlen. Und die Mafia, die diese Überfahrten organisiert, ist in der Lage, diese Familien, die das Geld zur Verfügung gestellt haben, für ein Familienmitglied noch über Jahre in Schach zu halten und zu kontrollieren. Molto spesso chi raggiunge le coste di Lampedusa racconta di essere stato più volte violentato
di essere stato rinchiuso in centri di detenzione, qualche volta anche in Libia, in cui la situazione politica è assolutamente difficile. Qualche volta abbiamo sentito politici europei e italiani, purtroppo, sentir dire aiutiamoli a casa loro, ma noi non sappiamo che cos'è casa loro. Casa loro è un luogo dove c'è la guerra, dove c'è la persecuzione. Ecco, io vorrei ricordare a tutti quanti noi che queste persone, per tentare un viaggio che gli salva la vita qualche volta, non è sempre un viaggio che la vita gliela migliora. Partono per salvarsi la vita, arrivano nel nostro paese, arrivano sulle coste d'Europa, quindi a Lampedusa, dopo aver subito continuamente violenza. Wer aus seinem Heimatland abreist, um nach Lampedusa zu kommen, hat eine schwierige Reise hinter sich. Oft werden diese Menschen auf diesen Reisen, während dieser Reise vergewaltigt oder auch in Lager eingesperrt, in dem vollkommen inhumane und inakzeptable Zustände herrschen. Ich habe schon Politiker, europäische und auch italienische Politiker, sagen hören, lasst ihn uns doch bei Ihnen zu Hause helfen. Doch was ist Ihr Zuhause? Was für Zustände gibt es dort? Sie fliehen vor einem Zuhause, das praktisch nicht mehr akzeptiert. Ich möchte daran erinnern, dass diese Flüchtlinge oft eine Reise hinter sich haben, die von Gewalt geprägt ist. Sie fliehen, um ein besseres Leben zu haben, das sie aber häufig auch nicht finden. Nella storia dell'Italia il Mediterraneo è sempre stato ricordato come il luogo dell'incontro di civiltà, di religioni, di popoli. Purtroppo, come abbiamo già sentito stasera, ultimamente il Mediterraneo è diventato una culla di morte. Guardate che nei primi mesi del 2014 sono morte 2.086 persone. Questi dati non sono precisissimi perché non sappiamo di quanti barconi sono partiti e non sono mai arrivati e non sono neanche mai stati individuati dalle nostre missioni nel Mediterraneo. Das Mittelmeer war von jeher ein Symbol für die Begegnung von Völkern. Es war immer die Wiege der Kultur und der Zivilisation. Mittlerweile ist das Mittelmeer zu einem Friedhof geworden. Im ersten Halbjahr des Jahres 2014 sind bereits 2.800 Menschen ums Leben gekommen. Ganz genau Daten haben wir da nicht, weil wir ja nicht wissen, wie viele Kähne vielleicht noch untergegangen sind, von denen wir nichts wissen. Sono 23.000 le persone scomparse nel periodo che va dal 2000 al 2014, 23.000 persone, di cui probabilmente non conosceremo neanche i volti, non sapremo mai chi erano. Sappiamo che sono partiti perché qualche volta i familiari non hanno più notizie e denunciano, ma molti di questi, per esempio, non avranno neanche una degna sepoltura. Salterò questa parte. Zwischen dem Jahr 2000 und 2014 zählen wir mittlerweile 23.000 Verschollene. Es handelt sich hier um Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, doch die nie ihr Ziel erreicht haben. Sie konnten nicht, wurden nicht gefunden, wurden nicht identifiziert, man weiß es nicht. Man weiß, dass es sie gibt, da sich die Familien gemeldet haben und sie auf diese Weise registriert wurden. Ad oggi sono sbarcate nel solo 2014 150.000 persone sulle coste italiane. E non ho tempo, lascerò questo materiale a chi volesse poi prenderne visione, che era meglio articolato di come è possibile fare una discussione stasera. E voglio solo sottolineare che il mondo si è accorto, come diceva Giussi Nicolini, di più di questa tragedia, della tragedia del mare, in occasione del 3 ottobre del 2013, dove purtroppo sono morte a qualche metro dalla costa. Vi invito a vederla, questa isola bellissima del Mediterraneo. Erano davvero arrivati, erano a pochi metri dalla costa, sono morte 368 persone. Ecco, dobbiamo interrogarci, stasera Papa Francesco è stato citato più volte e io non lo citerò ancora.
ma quel grido di vergogna credo interroghi tutti quanti noi, tutti i cittadini europei. Non era rivolto soltanto alle donne e agli uomini di fede, ma credo che quel grido vergogna fosse rivolto ad una umanità che non sa più riconoscere l'uomo. Im Jahr 2014 sind 150.000 Boote an den italienischen Küsten gelandet. Ich möchte dieses Thema nicht weiter vertiefen. Das können wir vielleicht im Rahmen der sich anschließenden Diskussion tun. Ich möchte jedoch hervorheben, dass die Welt etwas gemerkt hat. Und zwar seit dem 3. Oktober 2013, als sich dieses große Drama wenige Meter vor der Küste von Lampedusa ereignet hat. Es sind 368 Menschen ums Leben gekommen. Papst Franziskus wurde bereits mehrfach zitiert, ich möchte es nochmal tun. Er hat das Wort Schande geprägt und meinte hiermit eine Menschheit, eine Bevölkerung, die das Menschsein nicht mehr anerkennt. Quel giorno sono morto 368 persone ed è nata l'operazione Mare Nostrum. Io credo che questa operazione è un'operazione della quale l'Europa e l'Italia può essere orgogliosa. An diesem Tag kamen 368 Menschen ums Leben und Mare Nostrum wurde somit ins Leben gerufen. Ich glaube, dass Italien und auch Europa darauf stolz sein können. Eppure di questa missione, a causa di questa missione, l'Italia è stata accusata di rendere ai migranti se stessa attrattiva all'Europa. Cioè qualcuno ha detto, li andate a prendere in mare, come se salvare vite in mare fosse un peccato. Trotz dieser Mission, trotz dieser italienischen Mission Mare Nostrum, wurde Italien teilweise vorgeworfen, dass es sich selbst und auch Europa attraktiv macht für diese Flüchtlinge. Das heißt, es wurde gesagt, ihr geht diese Flüchtlinge, ihr geht sie holen. Mi avvio a concludere. Avete sentito che c'è una differenza sostanziale tra Frontex, che è l'agenzia europea che gestisce la cooperazione internazionale delle frontiere, che sostanzialmente ha svolto nel corso di questi anni un'operazione di polizia di frontiera, e Mare Nostrum. Ich möchte zum Ende kommen und nochmals hervorheben, dass es einen großen Unterschied zwischen Frontex, der Europäischen Agentur für operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen gibt, die insbesondere die Aufgabe hat, die Außengrenzen zu kontrollieren, und der Operation Mare Nostrum. Non sarà la stessa cosa Frontex Plus, non sarà la stessa cosa l'operazione Triton, e noi, l'organizzazione, anche l'organizzazione che stasera rappresento, stiamo spingendo affinché l'operazione Mare Nostrum vada avanti, non si interrompa, perché abbiamo ben chiaro che pattugliare le coste a 30 miglia invece che a 170 miglia, come abbiamo fatto nel corso dei mesi precedenti, vorrà dire abbandonare vite umane in mezzo al mare e quindi produrre nuovi morti. 170. Es wird nicht mehr, Frontex Plus und Triton werden nicht mehr sein wie Mare Nostrum. Mare Nostrum, wir werden uns dafür einsetzen, dass Mare Nostrum bestehen bleibt. Es kann nicht sein, dass man nur die Küsten nur bis 30 Seemeilen von der Küste entfernt kontrolliert und nicht 170.000, wie es bisher innerhalb im Rahmen von Mare Nostrum geschehen ist. Das würde bedeuten und wird bedeuten, dass es sehr viel mehr Tote und Schiffsbrüchige gibt. Vorrei dire solo l'ultima cosa sulle politiche europee. Noi crediamo intanto che i migranti sono tutti uguali. Non c'è una immigrazione selettiva. I 150.000 che sono arrivati in Italia non li abbiamo guardati in faccia. Li abbiamo accolti così per come sono arrivati. E crediamo che così l'Europa debba continuare a fare.
möchte nun zum Schluss kommen und mich aber noch abschließend auf die europäischen Politiken beziehen. Wir glauben, dass die Immigranten alle gleich sind. Dazu möchte ich sagen, dass wir in Italien den 150.000 Menschen, die bei uns angekommen sind, nicht ins Gesicht geschaut haben. Wir haben uns nicht angeschaut, wie sehen die eigentlich aus. Und ich finde, das sollten wir in Europa alle tun. Occorre allora, per punti, per non rubare tempo, una politica comune e unitaria sui rifugiati e sui richiedenti asilo. L'Europa non ce l'ha oggi. Molto spesso Lampedusa è rimasto un confine e l'Italia ha dovuto gestire una situazione di emergenza perché l'Unione non ha una politica condivisa su questa. Wir brauchen eine gemeinsame Flüchtlings- und Asylpolitik. Europa hat diese bisher noch nicht. Lampedusa ist bisher auch eine Grenze geblieben und das muss sich ändern. Occorre certamente una politica dei flussi condivisi da tutti i paesi europei. Questo è uno dei paesi che accoglie più rifugiati politici e richiedenti asilo. Ma io credo che questo, la Germania, io credo che questo non sia sufficiente. Occorre che di questo problema ci si faccia carico insieme. Wir brauchen eine gemeinsame Flüchtlingspolitik. Wir müssen diese Politik, Flüchtlingspolitik gemeinsam angehen. Anders werden wir das Problem nicht lösen. Come occorre, per esempio, che i disperati non siano abbandonati nelle mani degli scafisti. Occorre creare dei corridoi umanitari in terra, cioè nei luoghi nei quali queste persone, dei luoghi nei quali queste persone partono. Guardate, Lampedusa ci ha insegnato tante cose, ma le organizzazioni umanitarie e le associazioni, il mondo sindacale, nel corso di questi anni non è stata ferma. Abbiamo chiesto, sono almeno 15 anni che noi chiediamo di creare corridoi umanitari in terra, eppure non abbiamo avuto ascolto. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist für die Flüchtlinge, dass wir Landwege erschließen, damit die Flüchtlinge nicht in den Händen von Schleppern bleiben. Dass wir Landwege von den Orten ihrer Abreise bis zu ihrem Zielort organisieren. Lampedusa hat uns viel gezeigt, doch auch wir waren in den letzten 15 Jahren nicht untätig. Seit 15 Jahren versuchen wir für die Flüchtlingsströme Landwege ins Leben, Landwege zu organisieren. Keiner wollte uns bisher jedoch hören. Faccio osservare solo che nelle 33 direttive europee in materia di immigrazione non c'è una che spieghi come un siriano, come un rifugiato politico, cioè uno che ha diritto a questo status, può arrivare in Europa da rifugiato politico, cioè non mettendo a rischio la propria vita. È questo che dobbiamo fare, è su questo tipo di politiche che dobbiamo agire. In den 33 Verordnungen, die wir haben, gibt es nicht eine, in der geregelt wird, wie ein politischer Flüchtling heil und am Leben, ohne sein Leben aufs Spiel setzen zu müssen, von seiner Heimat ins Zielland kommen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir daran arbeiten. Io credo che in un'Europa in cui è molto più facile far muovere le merci che le persone, pur rappresentando Lampedusa come è stato in questi anni la punta estrema dell'Europa, occorre forse imparare a conoscerla, a conoscere questa isola come avamposto di civiltà, perché questo è stato, come avamposto di umanità e di accoglienza. Credo che questo sia un riconoscimento che gli debba tutta l'Europa. Grazie. Ich glaube, dass in einem Europa, in dem es sehr einfach ist, Waren zu bewegen, aber ungleich schwerer ist, Menschen zu bewegen, gebührt einer Insel wie Lampedusa, die Zeichen gesetzt hat, die sich solidarisch erwiesen hat, die humanitär war. Die Situation, dass wir dieses Jahr bei Syrern in Deutschland eine Anerkennungsquote von 90% haben, bei Irakern von etwa 66%, bei Afghanen, Eritreern, Iranern etwa um die 50%. Deswegen die Frage an Sie, ich fange mit Ihnen an, Herr Heller, müssen wir uns schämen oder wie ordnen Sie das ein?
Ja, zunächst möchte ich mich beim Dr. Russo für seine sehr ausführliche und aus meiner Sicht auch sehr präzise Situationsbeschreibung der europäischen nicht vorhandenen Flüchtlingspolitik bedanken und auch bei der deutlichen Stellungnahme dazu, dass die europäische Flüchtlingspolitik sich vor allem dadurch auszeichnet, dass abgeschottet wird und es letztlich an sicheren Wegen fehlt, in das Zielland eines Flüchtlings zu kommen, wie beispielsweise nach Deutschland. Wenn Sie das Wort Schämen in den Mund nehmen, dann ist es natürlich auch ein sehr großes Wort oder ein sehr, ja, das, da tue ich mich noch schwer, das zu unterschreiben, aber natürlich sehe ich auch die deutsche Flüchtlingspolitik in der Tradition der europäischen insgesamt. Das heißt, auch Deutschland hat einen gewaltigen Anteil daran, dass diese Flüchtlingspolitik in Europa so ist, wie sie ist, ja, dass letztlich die Verantwortung an die Außengrenzen verschoben werden und möglichst alles versucht wird, dass Flüchtlinge nicht ins Land kommen. Das ist mal ganz grundsätzlich und nichtsdestotrotz schaffen es ganz viele unter unvorstellbaren Qualen, Leiden. Und wie wir hören, schaffen es auch Tausende jedes Jahr nicht. Das ist ein Skandal und dafür müssen sich nicht nur Politiker schämen, sondern ich denke, wenn wir schon bei dem Thema sind, dann muss sich eigentlich jeder, der noch einigermaßen human denkt, muss ich zumindest fragen, was kann ich auch tun dafür, dass es anders wird. Wenn ich jetzt aber auf die Situation in Stuttgart, weil das ist das, wo ich die Erfahrung habe seit 1986, seit Flüchtlinge auch gezielt nach Deutschland kommen, beziehungsweise nach Baden-Württemberg und dann letztlich auch nach Stuttgart, dann muss ich sagen, die letzten knapp 30 Jahre, dass wir inzwischen, also im Jahr 2014, eine andere Situation haben als beispielsweise noch in den 90er Jahren, als wir hier in Deutschland viel mehr Flüchtlinge hatten, die einen Asylantrag gestellt hat. Wir hatten also ein Vielfaches, nahezu dreimal so viel wie jetzt. Und die Situation jetzt ist auch davon geprägt, dass natürlich zum Beispiel auch durch Papst Franziskus natürlich auch eine Stimmung gemacht wurde, die eher flüchtlingsfreundlich, zumindest in großen Teilen, so nenne ich das wahr, in großen Teilen auch der Bürgerschaft in dieser Stadt, und darüber kann ich reden, sich zeigt. Das ist eine Veränderung, die ich sehr positiv sehe und die sicherlich auch mit der Berichterstattung in allen Medien zum Thema Flüchtlinge zu tun hat. Ja, wenn man sieht, was passiert in Syrien oder Irak, da kann sich ein normal fühlender Mensch ja nicht entziehen, welchen Druck die Menschen ausgesetzt sind, alles hinter sich zu lassen und diesen hochgefährlichen Weg nach Europa zu suchen. Und das spüren die Menschen und es gibt inzwischen auch eine große Bereitschaft, sich für Flüchtlinge zu engagieren. Das finde ich eine sehr positive Entwicklung. Nichtsdestotrotz denke ich, dass auf der politischen Ebene da noch sehr viel zu tun ist, damit man tatsächlich von einer humanitären Flüchtlingspolitik reden kann. Das ist bei uns beispielsweise, wenn man Deutschland sieht, das diskriminierende Asylbewerberleistungsgesetz, die mehr oder minder gesetzlich geregelte Ausschluss vom Zugang zu Arbeit, ja, auch wenn es einen formalen Zugang gibt, faktisch ist er verbaut. Das sind zum Beispiel für mich zwei ganz wesentliche gesetzliche Regelungen, die man abschaffen muss, damit natürlich auch Diskriminierung von Flüchtlingen hier endlich ein Ende hat. Und natürlich die ganze Frage von Unterbringung, 4,5 Quadratmeter pro Flüchtling Wohnfläche, auch das finde ich, wenn ich das so sage, dann finde ich es zumindest skandalös. Ob man sich dafür schämen muss, weiß ich nicht, aber ich finde es skandalös, dass es so etwas immer noch gibt. Und wenn man weiß, dass einem hier mindestens rund beispielsweise 6 Quadratmeter zusteht. Also das sind gewisse Brüche, die es da gibt, in dem, wie Menschen, die hier in Deutschland leben, Flüchtlinge inzwischen aufnehmen, und dem, wie letztlich so der politische Rahmen gefasst ist, in dem Flüchtlinge hier rechtlich eingezwängt sind. Der Arbeitskreis Asyl hat 6 Jahre vor dem Papst einer Luftbrücke Lampedusa, Stuttgart, rettet Leben aufgerufen. Und ich habe jetzt auch heute
Abend immer wieder darüber nachgedacht, was wäre ein Menschenleben gerettet worden, unsere Aktion hätte tatsächlich Erfolg gehabt. Wir haben zwar 1.325 Unterschriften größtordnungsmäßig der Sozialbürgermeisterin Fetzer übergeben können und fand es auch schon wichtig, dass wir diese Luftbrückenaktion gemacht haben, auch den damaligen Bürgermeister von Lampedusa eingeladen zum Tag des Flüchtlings. Aber es war eben keine breite Bewegung, sondern es waren die Leute, die sich eh schon für ausländische Flüchtlinge einsetzen, die auch diese Aktion unterstützt haben. Und diese Aktion haben wir angesichts der damals leerstehenden Stuttgarter Unterkünfte gemacht. Ich bin vor einer Unterkunft in Stuttgart Bodenheim gestanden und habe gesagt, hier könnten die Flüchtlinge von Lampedusa untergebracht werden, aber diese Unterkunft wird gerade abgerissen. Und wir hatten ja vor einigen Jahren, 1997, 19.000 Flüchtlinge bundesweit. Also da hat man schon gemeint, wir haben gar keine Asylbewerber mehr. Und dann ist stetig die Zahl der ausländischen Flüchtlinge wieder angewachsen. Und jetzt in diesem Jahr haben wir jetzt immer noch einige Flüchtlinge, die weit unter den 200.000, die man in den Medien steht, nun liegen. Aber in den, zumindest im Bundesamt wird immer wieder in den Zahlen der Statistik sowohl von Asylerstantragstellern als auch von Folgeantragstellern gesprochen. Und ich denke, für uns wichtig sind ja immer die Erstantragsteller. Mit denen haben wir es letztlich zu tun. Und das haben Sie ja jetzt auch gerade erwähnt in Ihren Ausführungen. Wir haben jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg erstmals 52 Millionen Flüchtlinge. Davon kommen 0,4% in die reiche Bundesrepublik Deutschland. Und selbst jetzt, wenn man auf Syrien geht, etwa die Hälfte der 20 Millionen Syrer sind gegenwärtig auf der Flucht. Die meisten sind ja in den Anwohnerländern. Und es gibt zum Beispiel Orte im Libanon, in denen genauso viele Flüchtlinge leben wie Einheimische. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, in Stuttgart würden mehr als 600.000 Flüchtlinge leben. Was wäre denn los? Unser vielgescholtener Irak hat über 200.000 syrische Flüchtlinge bei sich aufgenommen. Was uns gegenwärtig auch sehr bewegt und umtreibt, ist, auch wenn syrische Flüchtlinge über Italien kommen oder ein anderes EU-Land, dann müssen sie außer bei Griechenland damit rechnen, dass sie früher oder später dorthin zurückgeschickt werden. Deshalb haben gegenwärtig einige Kirchengemeinden entweder schon Kirchenasyl gewährt oder erwägen, Kirchenasyl zu gewähren, weil sie eben meinen, nach dieser fürchterlichen Flucht auf diesen Boden sei es nicht zumutbar, wenn sie sich gerade so mit Mühe und Not wieder gefunden und stabilisiert haben, zurückgeschickt werden. Und fast alle Syrer, mit denen ich es in den letzten Wochen zu tun gehabt habe, kamen entweder über Ungarn oder über Italien. Das heißt, sie müssen mit einer jeweiligen Zurückschickung rechnen. Und dieser Tage war ein eritreisches Ehepaar bei mir, die Anfang September von Libyen nach Italien gekommen sind. Die waren 5 Tage lang auf einem 1.000-Mann-Boot unterwegs und müssen dort auch Fürchterliches nun erlebt und erlitten haben. Aber sie sind halt auch über Italien gekommen, sogenannte Dublin-Menschen, die jetzt am zitternden Bann sind, ob sie hier bleiben dürfen oder nicht. Und deshalb ist unsere Forderung als Arbeitskreis Asyl, so wie es in der Bundesrepublik Deutschland den sogenannten Königsteiner Schlüssel unter den 16 Bundesländern gibt, sodass es etwas Ähnliches auf alle 28 EU-Länder übertragen gibt, dass dort die Menschen untergebracht werden, wo sie dann halt auch vernünftig einen Asylantrag stellen können, auch vernünftig untergebracht werden. Und am Beispiel dieses eritreischen Ehepaars habe ich es einfach nochmal dann auch so für mich begriffen. Alleine diese Überfahrt auf solch einem Kahn ist so traumatisierend, dass schon deshalb eigentlich jeder Flüchtling, der diesen Weg wählen musste, bei uns das Grundrecht auf Asyl genießen sollte und auch anerkannt werden sollte. Wir haben zwar relativ gute Anerkennungsquoten bei den Ländern, die Sie genannt haben, und auch Abschiebeschutzquoten sind relativ gut, aber im vergangenen Jahr sind bundesweit 10.000 Menschen abgeschoben worden, aus Baden-Württemberg 1.000 Menschen und aus Stuttgart etwa 100 Menschen. Und jede Abschiebung ist für sich so dramatisch, dass sie, glaube ich, in einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland nicht zum Personal der Polizei gehören sollte. Dazu nochmal direkt gefragt. Wir haben eine Abschiebungsquote in Deutschland von 6% unter denjenigen, die die rechtlichen Voraussetzungen für ein Asyl- oder für ein Dauerbleiberecht nicht erfüllen. Die Mittel sind nur einmal, die es zu vergeben gibt, die sind nur einmal zu vergeben. Ist Ihr Eindruck, dass die Verteilung richtig funktioniert? Also jetzt
hart gefragt, wäre es Ihnen lieber zu sagen, wir wären bei denen, die nicht verfolgt sind oder nicht in dem Maß verfolgt sind, wir wären an manchen Stellen härter und hätten dafür mehr Möglichkeiten oder würden mehr Möglichkeiten schaffen, um Menschen aus Ländern aufzunehmen, die wirklich maximal bedroht sind. Syrien ist ein klassischer Fall, was Sie beschrieben haben aus dem Libanon, ich habe es ja selber gesehen. Wäre das ein Ansatz oder sagen Sie, der geht genau in die falsche Richtung? Ich glaube, auch was wir jetzt von der Bürgermeisterin gesehen haben, es flieht ein Mensch nur, wenn er triftige Gründe hat. So auf der Homepage vom Hohen Flüchtlingskommissar war immer lange ein Zitat von Euripides, es gibt keinen größeren Schmerz oder Verlust im Leben eines Menschen als den Verlust der Heimat. Und das, denke ich, kann man auf viele ausländische Flüchtlinge übertragen, dass sie eigentlich nur dann fliehen, wenn der Leidensdruck so da ist, dass das Überleben zu Hause eigentlich nicht gesichert ist. Und wenn sie dann bei uns ankommen, dann denke ich, Sie haben es auch ein bisschen angedeutet in Ihrem Referat, dann müssten wir darüber nachdenken, dass zum Grundrecht auf Asyl auch ein Fluchtweg in Menschenwürde gehören müsste, dass die, also viele Flüchtlinge, mit denen ich es zu tun habe, die sind manchmal erst richtig auf der Flucht traumatisiert worden. Die hatten sicher Verfolgungsgründe, weswegen sie weggegangen sind, aber auf der Flucht selber ist dann nochmal so viel Fürchterliches passiert und deshalb meine ich, müsste die Menschengemeinschaft der UNHCR müsste eben mehr Druck auf die jetzt aktuellen Politiker, wie Frau Merkel vor allem, machen, dass wir bei uns auch ein bisschen generöser und liberaler mit den Flüchtlingen umgehen. So jetzt Autor von unserem Grundrecht auf Asyl, Carlo Schmidt, hat diesen Begriff der Generosität geprägt. Und wir haben in Baden-Württemberg, war das ein bundesweites Pilotprojekt 1980, damals unter Ministerpräsident Lothar Späth und Innenminister Roman Herzog, ein sogenanntes Abschreckungspaket entworfen, das bis zur Stunde gilt. Das heißt nämlich Sammellagerunterbringung, Sachleistungsprinzip, Residenzpflicht damals und damals auch Arbeitsverbot. Durch den Flüchtlingsgipfel ist einiges jetzt erleichtert worden und abgedämpft worden. Man darf jetzt nach 3 Monaten theoretisch arbeiten. Früher hat man erst 9 Monate warten müssen. Aber was wir jetzt an der Flüchtlingsarbeit spüren, jeden Monat, seit der Flüchtlingsgipfel getagt hat, am 13.09. werden etwa 100 Roma nach Kosovo oder Serbien abgeschoben. Und das, was uns die Flüchtlinge dann auch von der Art dieser Abschirmung wie nachts um 3 oder 4 die Polizei 15 Mann hochkommt und Familien und Kinder herausholt, denke ich, ist eines Rechtsstaates nicht würdig. Und da, denke ich, komme auch in den Problembereich von Lampedusa, dass wir Flüchtlinge, denke ich, auf eine ganz andere Weise bei uns aufnehmen und versorgen sollten. Und ein ganz wichtiger Satz, den ich für mich so in den letzten Tagen begriffen habe, so wie die SPD in den 60 Jahren gesagt hat, die Arbeiter sind die Bildungsreserve unserer Gesellschaft, könnte man heute sagen, bei unserer demografischen Situation, die Flüchtlinge sind so etwas wie eine Bildungsreserve, wir müssen sie nur auch nutzen. An dem Punkt stelle ich große Einstimmigkeit bei meinen Gästen vor und Frau Nicolidi dürfen wir hier einschließen. Nun ist natürlich eine staatlich garantierte Generosität auch eine Frage von politischer Willensbildung. Da kommen wir an demokratische Grundprinzipien. Ich habe diese Woche Dr. Russo im Corriere della Sera über eine Umfrage gelesen, aus der ging unter anderem hervor, dass 53% der befragten Katholiken gesagt haben, Italien ist viel zu großzügig im Umgang mit Flüchtlingen. Die Gesamtzahl war noch höher, die lag bei 60%, bei den befragten Katholiken waren es 53%. Worauf führen Sie das zurück? Oder ist es kein Mangel an Generosität? Und wie geht man mit so etwas um, wenn man Ihren Zielen folgt? Non si spiega, nel senso che un cristiano, come ha detto molto bene Papa Francesco a Lampedusa, che ha smascherato molte persone, che, anche cristiani, donne e uomini di fede, che si nascondono, che si sono nascoste, si sono un po' trincerate, diciamo, dietro alcuni alibi, uno di questi è la crisi economica.
Erklären kann ich mir das nicht. Ein Christ, und das sagte auch Papst Franziskus, der die Menschen dazu gebracht haben, dass sie die Masken haben fallen lassen, und zwar diejenigen, die sich gerne hinter den wirtschaftlichen Schwierigkeiten verstecken. Ein Christ hat andere Verpflichtungen. Quindi dicevo che una persona di fede dovrebbe saper prima di tutto riconoscere l'uomo e la donna che ha di fronte, il bambino che ha di fronte, la persona che sta in difficoltà. Quindi credo che è difficile rispondere alla sua domanda, io non riesco a spiegarlo, credo ci sia una contraddizione in termini, si dice in Italia. Ich glaube, dass ein gläubiger Mensch in erster Linie den Menschen, den er vor sich hat, einfach nur den Menschen vor sich sehen sollte, den Mann, die Frau, das Kind, und ich erkläre mir eine solche Sichtweise nicht. C'è che la crisi economica che ha colpito tutta l'Europa e il mondo, quella che ricorderemo come la crisi del 2008 e che ancora ha i suoi riflessi molto molto forti in Europa e soprattutto in Italia, sta facendo scoppiare una guerra tra poveri. Die wir hier in der ganzen Welt erlebt haben, insbesondere seit dem Jahr 2008 und die Folgen dieser Krise spüren wir heute noch, insbesondere in Europa und Italien, hat einen Krieg ausgelöst, einen Krieg unter den Armen. E in questo naturalmente chi è straniero, chi viene da un'altra terra, viene percepito come qualcuno che attenda alla tua libertà e alle tue poche sicurezze. Also ein Ausländer, jemand der aus einem anderen Land kommt, wird natürlich als jemand gesehen, der deine Freiheit und deine wenigen Sicherheiten, die du noch hast, angreift. Noi dobbiamo avere la forza di spiegare che nella storia del mondo non ci sono delle fasi nelle quali i diritti sono meno diritti soltanto perché c'è una crisi economica. Credo che non dobbiamo stancarci di fare questo. Wir müssen die Kraft haben, aufzustehen und zu erklären, dass Menschenrechte nicht ihre Wirkung verlieren, nur deswegen, weil wir eine wirtschaftliche Krise durchlaufen. Ich glaube, dahin müssen unsere Anstrengungen gehen. Ma io sono cittadino europeo e vorrei ricordare a tutti quanti voi che i movimenti xenofobi e razzisti in Europa stanno crescendo. Doch ich bin europäischer Bürger und ich möchte Sie alle daran erinnern, dass Ausländerfeindlichkeit in Europa immer mehr zunimmt. E per stare sulla sua domanda, io credo che noi dobbiamo svolgere come cittadini europei un lavoro culturale. Dobbiamo spiegare che l'incontro tra diversi, tra le diversità è una ricchezza e non è mai una povertà. Und auf Ihre Frage zurückzukommen, möchte ich hier noch hervorheben, dass wir als europäische Bürger eine kulturelle Arbeit leisten müssen. Wir haben die Aufgabe zu erklären, dass eine Begegnung immer eine Bereicherung darstellt. Possiamo costruire un'Europa delle persone e dei diritti. Io credo che se abbiamo commesso un errore in questi anni è stato quello di preoccuparci troppo dei mercati e delle economie e poco dei diritti delle persone. Nur so ist es möglich, uns auf die Rechte der Menschen zu konzentrieren. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten uns viel zu viel um die Märkte gekümmert haben und viel zu wenig um die Rechte der Menschen. Es gibt in der Diskussion auch andere Tonlagen und das knüpft an das an, was Pfarrer Baumgarten angesprochen hat. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat gesagt, Wirtschaftsflüchtlinge kann man auf das nächste italienische Schiff setzen und nach Tunesien zurückfahren. Herr Heller, was halten Sie ihm entgegen? Ja, Herr Reisinger, das ist eine Frage, da fällt mir eigentlich schwer was dazu ein, über so eine doch mehr als populistische und letztlich auch rassistische Äußerung des Innenministers von Bayern aus meiner Sicht. Ja, ich bin da eigentlich der Meinung, dass man da
nichts dazu eigentlich zu sagen hat, weil das ist so ja, unqualifiziert letztlich und zeigt natürlich auch, wie er als Politiker, als Mensch zum Thema Flucht steht. Und von daher kann man eigentlich nur damit argumentieren, dass wir als Menschen, die als Bürger in diesem Land, die wir natürlich einer humanitären Grundhaltung verpflichtet sind, auch aufgrund unserer eigenen Geschichte, mit solchen Äußerungen letztlich auch wieder in Richtung eines Klimas geht, wo ich dachte, zumindest so auf der kommunalen Ebene spüre ich, dass da ein anderer Geist herrscht, aber letztlich scheint es so zu sein, wenn man in einer bestimmten politischen Funktion in einem bestimmten Bundesland ist, dass man sich entsprechend äußern muss oder äußern will, weil es zum angeblich guten Ton gehört. Aber ich möchte dazu sagen, dass es natürlich nur eine Position ist. Es gibt ja auch wesentlich andere Positionen und ich vielleicht da nochmal anknüpfen, da wo ich arbeite, in der Caritas, und ich habe jetzt, wie gesagt, schon relativ lange Erfahrung und habe da auch viel Erfahrung mit der katholischen Kirche. Der Caritasverband ist der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. Und ich muss sagen, dass wir auch über viele Jahrzehnte letztlich als Mitarbeiter des Caritasverbandes in der Flüchtlingsarbeit sehr gehadert haben mit dem, wie gingen katholische Kirchengemeinden auch hier in Stuttgart gerade mit dem Thema um. Da hatten wir nicht das Gefühl, dass wir da unterstützt werden oder begleitet werden und Flüchtlinge offene Arme vorfinden, ganz im Gegenteil. Aber, und das finde ich jetzt mal auch so als Gegenposition zu dem, was Hermann sagt, ja, denke ich auch, dass es inzwischen zumindest in der katholischen Christenheit, in dieser Diözese Rottenburg-Stuttgart, die letzten zwei Jahre doch eine gewaltige Veränderung sich ergeben hat, zumindest in meiner Wahrnehmung, was so das Thema, wie gehen wir mit Flüchtlingen um, welche Verantwortung haben wir als katholische Kirche für Flüchtlinge. Und das finde ich sehr positiv, wie damit umgegangen wird, ja, also im Vergleich zu dem, was ich vor 20, 25, 30 Jahren erleben musste. Und das ist für mich dann auch für meine Arbeit, die ich jeden Tag tue, schon auch eine positive Unterstützung in dem, dass ich sehe, ich tue diese Arbeit nicht nur, weil es für mich wichtig ist, mich für Flüchtlinge zu engagieren, für ihre Rechte, für das, dass wir dafür kämpfen, dass sie einen Platz in unserer Gesellschaft bekommen, sondern dass ich auch Rückendeckung habe von der Institution, in der ich tätig bin. Ja, das ist für die Arbeit schon was Wesentliches. Tue ich etwas, wo ich das Gefühl habe, da renne ich gegen Wände, oder tue ich etwas, wo ich in der Institution, in einer so großen Institution wie der katholischen Kirche oder konkret eben die katholische Kirche in unserer Diözese, oder habe ich da einen entsprechenden Rückenwind? Und ich glaube, gerade bei solchen Äußerungen, bei Politikern, die Sie gerade zitieren, glaube ich gerade, dass die christlichen Kirchen, ob es evangelisch, katholisch, orthodox oder sonst wie sind, eine große Verpflichtung haben, hier auch deutlich Gegenposition zu gehen. Und ich habe auch den Eindruck, dass das überwiegend auch passiert, inzwischen, wie gesagt, in unserer Diözese, und das habe ich sehr positiv verspürt, und das gibt mir auch ein gutes Gefühl für das, dass wir auch zukünftig eine gute Arbeit als Caritas für Flüchtlinge, die in dieser Stadt leben, die in diese Stadt gekommen sind, leisten können und auch leisten werden. Sehr gern, weil ich würde gerne bei dem Punkt bleiben von anderen Seite. Immer die Staat, genau, weil wir nämlich immer bis jetzt die staatliche Ebene angeguckt haben. Ja, ich wollte das Christliche nochmal betonen. Ja. Es gibt kein Thema eigentlich Bibel, Alten und Neuen Testaments, das so einheitlich ist wie der Umgang mit den Fremden. Und der erste jetzt Wirtschaftsflüchtling, den es in unserer Kultur gibt, ist der Stammvater Abraham, der aus Ur aus Chaldena kam, weil er dort keine Weidegründe mehr hatte.
Also insofern können wir das auch dem Herrn Minister zurückspiegeln, dass er das ein oder andere nicht weiß. Und dann auch ist ganz wichtig, als noch kein Sozialstaat war, wird immer in einer Reihe nun genannt, Witwen, Waisen und Flüchtlinge. Und die sollen gleichberechtigt wie Einheimische behandelt werden. Und wenn ich dann das Asylbewerberleistungsgesetz anschaue, wo wir 19 Jahre nun etwa 25% unter den Hartz-IV-Sätzen gelebt haben, die eh schon mager sind, dann war das schon, denke ich, ein lebender Skandal. Und was Herr Weller gesagt hat, würde schon auch auf die evangelische Kirche in Stuttgart sagen, dass wir auch in der Flüchtlingsarbeit gut verankert sind, sehr unterstützt werden. Aber der Hauptunterstützer ist natürlich das Evangelium. Das Problem ist nur, dass nicht allzu viele unserer Säkulargesellschaft jeden Tag Altes und Neues Testament lesen und dann nicht begreifen, jetzt unmittelbar, bald wieder, morgen ist der erste Advent, das, so hat das Helmut Gollwitz mal herausgearbeitet in einem Buch, das hat er genannt Flüchtlingskind Jesus, also der erste Asylbewerber in unserer Kultur war Jesus selber, nach dem wir uns nennen. Es gibt da hinten eine Wortmeldung und ich würde dann auch ins Publikum wechseln, würde aber doch gern an Sie, Herr Baumgarten, noch einmal als Rückfrage, haben Sie denn den Eindruck, auch vor dem Hintergrund dieses Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass Italien zu einem nicht sicheren Aufenthaltsort für Flüchtlinge erklärt, ich meine, es ist ja nicht irgendwer, es ist Italien, und dort gibt es eine Caritas zum Beispiel, haben Sie den Eindruck, die Nichtregierungsorganisationen, die schöpfen ihr Potenzial aus bei der Frage, die Sie haben? Also ich halte es immer schon für ein Riesenproblem, weil Italien nun wirklich für uns auch von Goethe angefangen ist, das Traumland war, das wir bewundert haben, auch zum Beispiel Umgang mit Illegalen, das hat Italien immer wesentlich besser gemacht. Da gibt es bei uns keinerlei Initiativen, um diese Clandestinis heißt, oder in Frankreich Sans-Papiers zu legalisieren. Also da war Italien immer eigentlich besser als wir. Aber seit jetzt eben diese EU-Außengrenzen geschlossen sind und Dublin-Bestimmungen durchgesetzt werden, hat Italien vor allem unter der Berlusconi-Regierung, denke ich, keine gute Flüchtlingsarbeit gemacht. Hat ja auch die Bürgermeisterin angedeutet. Und das Urteil bezieht sich ja vor allem auf Familien, die getrennt werden. Und da bestehen jetzt halt Chancen, dass diese Familien hier bleiben können. Aber in der täglichen Flüchtlingsarbeit ist für mich ganz absurd, eigentlich Kafkaesk, muss man es sagen, dass Flüchtlinge vor der Rückkehr nach Italien panische Ängste haben. Und man ihnen erzählen kann, was man will, wie schön es in Italien ist, dass das Wetter dort besser ist, die Leute vielleicht auch toleranter und großzügiger sind. Das Deutsche war ein Ende, war immer eigentlich für uns in Deutschland ein Vorbild, wo man oft verbissen und hart gegenüber Flüchtlingen sich verhalten hat. Aber jetzt, was in Lampedusa die letzten Jahre passiert ist, dass Italien einfach die Leute durchfahren lässt und dann eben es relativ egal ist, wo die Menschen ankommen. Und jetzt innerhalb der EU sind im Jahr 2014 jetzt prozentual gesehen die meisten der Flüchtlinge in kleinen Schweden angekommen. Das heißt, eine Riesenstrecke von Süditalien bis nach Schweden nehmen die Menschen in Kauf, um eben so ihr Leben zu sichern. Angesichts der fortgeschrittenen Uhrzeit möchte ich unseren Part vom Podium ins Publikum hier im Wesentlichen schließen und die Dynamik umkehren. Und wir haben zwei Wortmeldungen, eine bei dem Herrn ganz hinten und dann bei der Dame hier vorne. Ja, ich habe zwei Aspekte. Das erste wäre vielleicht die Antwort für den Innenminister. Es gab mal eine Zeitung, die war nicht so freundlich, die Flüchtlinge, die hat gesagt, wir sind alle Papst. Vielleicht kann man das dem Innenminister auch nochmal sagen, dass wir Freunde der Flüchtlinge geworden sind. Aber jetzt zu den zwei Aspekten, die ich kombinieren will. Ich finde die Idee ganz toll von Werner Baumgarten, wenn er sagt, das bietet sich doch fast an, wir hören die Bürgermeisterin von Lampedusa und so eine Luftbrücke zu machen mit Menschen. Und Sie haben immer von den Menschenrechten gesprochen, die dazugehören. Ich finde, ein ganz konkretes Ergebnis des Abends könnte sein, diese Brücke zu machen. Wir haben den Tag der internationalen Menschenrechte am 10.12., wo der Werner Baumgarten nämlich auch sprechen wird. Und deswegen lade ich dazu ein, dass wir genau das zum Thema machen. Anschließend treffen wir uns nämlich im Welthaus zu dem Thema Fluchtursachen bekämpfen und nicht die Flüchtlinge. Und da komme ich zu der Frage. Also die Zettel, sage ich, das wäre eine konkrete Idee, am Tag der Menschenrechte ein Menschenrecht auf Heimat und auf Frieden zu entwickeln.
Wir sprechen immer sehr viel jetzt über die Sklaven, ein Boot kentert und muss man die Leute retten. Aber wir sprechen nicht darüber, warum das Boot auf das Meer überhaupt geht in diesen unsicheren Zeiten. Viele Flüchtlinge, viele Kriege. Wir haben zum Teil sind wir selbst ein Problem. Weltwirtschaft. Wie sieht denn eine andere Wirtschaftsentwicklung und Flüchtlingspolitik aus? Was sind denn die Ursachen? Weil wir können ja nicht alleine sagen, wir nehmen alle jetzt auf, wenn immer mehr kommen und nachher sich das auch wendet, sondern die Frage ins Podium geht, wo sehen Sie die Möglichkeit, diese Ursachen so auch konsequent zu bekämpfen, dass wir nicht noch 30 Jahre dann uns überhalten, wie wir sie hier versorgen, sondern dass sie überhaupt nicht auf diese Boote steigen müssen? Möchte jemand von Ihnen dazu? Der Arbeitskreis Süd hat auch 1986 sich in Stuttgart gegründet, als Gemeinden über 10.000 Einwohner Flüchtlinge zugewiesen bekommen haben. Und nach einer der ersten Sitzungen haben wir uns in einem Lokal getroffen und haben auf das angestoßen, dass die Fluchtursachen erfolgreich bekämpft werden und unsere Arbeit bald überflüssig ist. Damals habe ich das noch geglaubt, mittlerweile sind wir jetzt alle Veteranen, die über 30 Jahre in der Flüchtlingsarbeit drin sind. Und es ist nicht besser geworden, sondern die haben sich natürlich die Länder verändert, aus denen die Flüchtlinge gekommen sind. Also früher waren sie aus dem Libanon und dann haben wir viele Jahre die Kurden aus der Türkei gehabt und dann waren die drei Bürgerkriege in ehemaligen Jugoslawien und jetzt in diesem Jahr sind es die Flüchtlinge aus Syrien und aus die Jesiden aus dem Irak. Ja. Ich fühle mich mit der Frage natürlich überfordert, muss ich schlicht sagen, weil wenn ich sehe, weltweit gibt es über 50 Millionen Flüchtlinge, dann ist es natürlich schon gewaltig an jemanden, der vor Ort in Stuttgart bei der Caritas arbeitet, dass er darauf eine vernünftige Antwort hat. Also ich sehe das in der alltäglichen Arbeit, die wir mit und für Flüchtlinge tun, denke ich, dass es in dem Bewusstsein, wie der Herr Baumgarten sagte, ja, man kann leider nicht mehr so blauäugig sein, dass man denkt, von irgendwann wird es mal keine Konflikte mehr und keine Kriege mehr geben. Aber ich glaube, was für mich so die Essenz daraus ist, auch das, was der Dr. Russo sagte, wir müssen es ermöglichen, dass Menschen, die aufgrund von Kriegen, Konflikten, Verfolgung, Folter und ähnlichen schrecklichen Dingen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, dass wir ihnen ermöglichen, diese Flucht, die ja erst nach reiflicher Überlegung sicher erfolgte, dass die eine Möglichkeit haben, dorthin zu kommen, und zwar ohne Gefahr, dass sie unterwegs vergewaltigt, ermordet, ertrinken, dass sie diesen Weg machen können. Dass wir als reiche Länder des Westens, und da gehört die gesamte EU mit Sicherheit dazu und da auch nochmal differenziert, dass wir hier der humanitären Verpflichtung nachkommen, hier sichere Fluchtwege zu ermöglichen. Und auch zum Beispiel etwas, was auch für mich sehr naheliegend ist, ich habe da keine Antwort auf Ihre Frage, um das nochmal zu wiederholen, aber was für mich sehr wesentlich wäre, dass Deutschland und damit auch als Vorreiter innerhalb der EU dient, zu sagen, wir nehmen schlicht Flüchtlinge auf. Ja, wenn wir Flüchtlinge aus, jetzt zum Beispiel syrische Flüchtlinge, die jetzt in einem Anrainerstaat wie Jordanien, Libanon oder der Türkei leben müssen, weil sie dorthin fliehen mussten, nicht hinfliehen wollten, dass wir sagen, wir nehmen diese Flüchtlinge auf. Sie haben damit würden wir dafür sorgen, dass diese Menschen nicht einen lebensgefährlichen Fluchtweg erst vor sich haben, wo sie nicht wissen, ob sie dort ankommen, wo sie hinwollen. Und das, denke ich, wäre eine ganz wesentliche humanitäre Verpflichtung, die wir angesichts auch unserer Lebenssituation, die wir hier in Deutschland haben, aus meiner Sicht eigentlich eingehen muss. Haben wir noch eine Meldung? Und hallo, also mein Name ist Ingrid Weirater, ich war Sozialpädagogin, schon lange her, aber ich habe es nicht vergessen.
und zwar Asylbewerber, Sri Lanka, Afrika, fast ganz viele Länder und glaube ich Sri Lanka. Was ich jetzt erstmal ansprechen will, was mich echt nochmal ins Mark getroffen hat, ist die Vorgänge in Neukölln mit der Richterin, die sich dann das Leben genommen hat. Da sind Libanesen dort in, ich weiß nicht wie viele Jahren, 10 Jahre Duldung für Asyl. Die entwickeln eine kriminelle, also wie sagt man, Lebensstrategie, also Parallelgesellschaft, wie nenne ich das. Die machen unglaubliche Dinge, die ganzen Familien sind nur gestellt, es gibt gar keine echte Familienbindung und die machen da drin, was sie wollen in Neukölln. Also habe ich gehört in dem Film und ich wollte dazu nochmal sagen, was mir wirklich gestunken hat und immer wieder stinkt ist, was Amerika nicht macht, was ich weiß, egal wo du herkommst, du musst arbeiten. Das kann doch nicht wahr sein, dass in Deutschland 6, 10 oder 20 Jahre Leute auf Duldung leben. Das gibt es einfach gar nicht. Also es ist ja eine Bestrafung für das, warum sie hier sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass eigentlich gar nicht die wirklich Armen auf dem Weg sich machen, sondern Leute, die eigentlich privilegiert sind. Das ist bekannt, das weiß ich auch und das wollte ich auch nochmal sagen. Aber das andere, dass die Duldung so ewig geht und das ist so menschenunwürdig, das finde ich richtig scheiße. Das sage ich jetzt mal deutlich. Ich bin nicht mehr in meinem Beruf in Rente, Gott sei Dank. Ich habe das Zeitliche auch gesegnet in dem Beruf. Danke. Klares Statement. Wollen wir so stehen lassen? Dann wären wir bei Ihnen. Jetzt kommen die Flüchtlinge aus einer ganz anderen Kultur, viel im islamischen Glauben, vielleicht strengen islamischen Glauben. Wie kommen die Flüchtlinge hier bei uns mit unserer Kultur, mit der italienischen Kultur zurecht? Wie kommen die Frauen zurecht mit dem großzügigen Lebensweise hier bei uns? Das ist eine Frage, die Sie sicher gut beantworten. Also letztlich ist bei vielen Menschen, wenn sie hier ankommen, zunächst einmal das Gefühl da, ich bin angekommen, ich bin erstmal sicher, das ist immer das Wesentliche, dass Sie, wenn Sie hier jetzt in der Stadt ankommen, in Stuttgart, dass Sie erst zunächst mal das Gefühl überwiegt, ich bin hier sicher und jetzt passiert mir eigentlich nichts mehr. Ja. Das ändert sich natürlich relativ schnell, aber ich muss zu Ihrer Frage konkret aus meiner Erfahrung sagen, dass ich das nicht als großes Problem sehe und auch bei den Menschen so nicht sehe, weil Flüchtlinge natürlich auch, ich bin davon überzeugt, auch eine große Dankbarkeit mitbringen, dass sie jetzt hier sind, wo sie sind, ja? weil sie unglaubliche Dinge erlebt haben. Und dass es eine große Bereitschaft gibt, sich auf die Lebensverhältnisse hier einzustellen, weil man ja hofft, man verbleibt in diesem Lande und die Religion spielt eine große Rolle, ja, und die spielt nicht diese überragende Rolle, dass es dazu führt, dass Flüchtlinge nicht in der Lage sind, sich auf die Lebensweise hier einzustellen. Also ich habe das jetzt in meinen fast 30 Jahren Berufserfahrung definitiv nicht als ein großes Problem oder ein kleines Problem sogar erlebt, Einzelfällen vielleicht schon, aber ganz grundsätzlich sehe ich das, um es mal so zu sagen, sehr entspannt. Und ich glaube, das ist eher so ein Thema, dass es immer hochgekocht wird, weil es natürlich auch medial immer um eine Negativberichterstattung in aller Regel geht. Das habe ich vor kurzem in einer interessanten Sendung in SWR 2 gehört, dass es eben oft auch um Skandalisierung geht und dann werden natürlich einzelne Fälle, wo auch Religion in einer sehr unguten Art und Weise eine Rolle spielt, auch sehr hoch gekocht und auch hoch gehandelt. Aber der Alltag in der Flüchtlingsarbeit, in dort, wo die Menschen leben, der hat eine ganz andere Wirkung. Also ich finde es wichtig zu begreifen, wir haben sicher viele muslimische Flüchtlinge, aber jetzt jüdischer Glaube, christlicher Glaube und islamischer Glaube verbindet sich dadurch, dass es
theistische Religion und auch Buchreligionen sind. Also man kann auch das Gemeinsame dann miteinander rausfinden. Und es gibt auch viele Dialogformen, zum Beispiel Paul Gerhardt-Kirche, wo diese drei Dialogformen sich treffen und versuchen, aufeinander zuzugehen und voneinander auch zu profitieren. Ich habe viele Jahre meinen ersten Gottesdienst im Jahr im Gefängnis in Stammheim gehalten und da habe ich dann auch die goldene Regel aus der Bergpredigt mitgebracht und dann überraschend festgestellt, alles was du willst, dass der andere dir tun soll, das tu ihn auch. Das gibt es nicht nur jetzt in drei genannten Religionen, sondern gibt es auch bei den Hinduisten, gibt es bei den Buddhisten. Das heißt also, es gibt irgend so ein Urhumanum, das alle Religionen ein Stück weit übersteigt. Und das, denke ich, müsste man in einer Stadt mit 170 verschiedenen Nationen, haben wir ja angeblich in Stuttgart, müsste man halt auch beherzigen, dass wir nicht nur so sehr das Trennende als Problem sehen, sondern so, wie es unser italienischer Referent vorher auch gesagt hat, als eine Bereicherung ansehen. Aber der Mensch ist eben vom Ansatz her ein bisschen träge und wir träumen eher so von der Zukunft und einem jetzt wirklich wunderschönen Zusammenleben, aber so die Widerungen des Alltags gehören natürlich auch dazu, die kann man nicht wegdiskutieren, aber vor allem bei den Flüchtlingsfrauen habe ich das immer wieder beobachtet, dass sie das sehr genießen, dass hier bei uns die Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht nur jetzt in der Verfassung steht, sondern auch im täglichen Leben umgesetzt wird. Es ist für manchmal die Männer ein bisschen schwer, das eben mitzubekommen, dass sie jetzt nicht mehr patriarchalische Strukturen durchziehen können, wie sie es vielleicht vom Herkunftsland manchmal gewohnt sind. Aber das war ja bei uns auch nicht viel anders, als ich angefangen habe mit der Arbeit als Pfarrer. Das war 1977 und der damalige Dekan Herrenberg hat uns damit begrüßt, dass er sagte, Männer, wir werden gebraucht. Das heißt, damals gab es noch keine Kolleginnen in der evangelischen Kirche und das eine Generation haben noch Bischöfe, nicht nur männliche, sondern auch weibliche Bischöfe bei uns in der evangelischen Kirche. Und haben wir jetzt auch vorgesetzt, wir haben Dekaninnen. Und es ist eine einzige Generation, die das hingebracht hat. Und ähnlich, denke ich, kann man es auch ein bisschen zweckoptimistisch beim Einleben von ausländischen Flüchtlingen betrachten. Grazie. Vorrei rispondere alla prima domanda dicendo che sono molto contento che c'è ancora chi pensa di costruire dei ponti aerei di fronte a queste disgrazie. Anche rispondo dicendo che dobbiamo, se ce la facciamo, dobbiamo fare dei ponti aerei, dobbiamo fare tutte le missioni, tutte le iniziative, le attività che in qualche modo salvano vite umane. Ecco, credo che su questo, da qualunque parte del mondo riusciamo ad accogliere le persone che fuggono da una guerra, da una persecuzione, dobbiamo farlo. Danke. Danke, ich möchte zunächst auf die erste Frage eingehen. Ich freue mich natürlich sehr, dass hier die Idee, dass jemand die Idee hat, Luftbrücken einzurichten in einer Situation wie einer solchen. Ich glaube, es ist notwendig und gut, dass Luftbrücken eingerichtet werden. Wir sollten alles Menschenerdenkliche tun, um Menschen, die vor Kriegen und Diktaturen, Elend und Hunger fliehen müssen, das Leben zu retten. Nello stesso tempo mi chiedo però se è normale che in un continente che si dice essere la patria del diritto, della civiltà e del diritto, i cittadini si debbano organizzare per salvare vite umane con dei ponti aerei. È una domanda che mi faccio tutte le volte che mi trovo in queste circostanze, per denunciare il fatto che forse c'è un'assenza, anzi senz'altro c'è un'assenza di politica. Gleichzeitig frage ich mich jedoch, ob es eigentlich sein muss, dass in einem Europa, das von sich sagt, dass es die Wiege der Kultur ist, die Wiege der Zivilisation, dass da sich die Bürger einsetzen müssen und aktiv werden müssen, um Luftbrücken einzusetzen, dass es doch eigentlich auch eine politische Frage und eine politische Verantwortung ist. C'è un'assenza di politica quando il regolamento di Dublino, che una persona non possa raggiungere un qualunque posto d'Europa, perché così è, l'abbiamo citato molte volte stasera questo regolamento. Also die Politik ist einfach nicht da, wenn wir hier das Abkommen von Dublin mal anschauen. Demzufolge ein Flüchtling nicht einfach sagen kann, wohin er gehen möchte.
C'è un'assenza di politica nel considerare, per esempio, sulle politiche internazionali da parte degli europei, l'Africa il contrario dell'Europa. Io credo invece che noi dovremmo imparare a considerare l'Africa il prolungamento dell'Europa, non il contrario dell'Europa. Ich glaube, dass die Politik in gewisser Weise abwesend ist, wenn Afrika als Gegenpol Europas gesehen wird. Ich glaube eher, wir sollten Afrika als verlängerten Arm Europas sehen. C'è un'assenza di visione politica europea quando l'Europa si stringe nei suoi confini e si trincera dietro la sovranità degli stati e non riesce a fare un passo avanti in termini unitari. Ich glaube, dass die Politik abwesend ist und auch versagt, wenn sich Europa hinter seinen Grenzen zurückzieht und nicht in der Lage ist, einen Schritt hin zu humanitärer Hilfe zu wagen. E io credo, per andare alle altre domande, che noi non abbiamo altra possibilità che favorire l'incontro di culture. Ich glaube, und damit möchte ich auf die anderen Fragen zurückkommen und eingehen, dass wir gar keine andere Möglichkeit haben, als die Begegnung verschiedener Kulturen zu fördern. Abbiamo sperimentato in Europa modelli di integrazione che non hanno funzionato. Wir haben in Europa bereits Integrationsmodelle ausprobiert, die nicht funktioniert haben. Sia quello assimilationistico. Das heißt Assimilationsmodelle. Sia quello che è stato poi sperimentato in Francia, dove l'esempio degli Lepadier ci dicono che c'è ancora una distanza tra i cittadini immigrati e i cittadini francesi. Und auch das Modell, das in Frankreich umgesetzt wurde, und es gibt noch heute eine sehr, sehr große Distanz zwischen den Französischen, den Einheimischen und den Immigranten. E allora credo, per chiudere, che dobbiamo provare a ragionare su un processo che è di tipo interculturale, che sappia riconoscere, bisogna avere coraggio, che sappia intanto riconoscere l'altro che abbiamo di fronte, con la sua diversità, con la sua cultura, con la sua religione, con i suoi simboli, quando questi naturalmente non offendano la dignità umana. Deswegen, und damit komme ich zum Schluss, sollten wir einen interkulturellen Prozess einleiten. Wir sollten unser Gegenüber sehen, unser Gegenüber mit seinen menschlichen Reichtümern, mit seinen, in seinem Anderssein, mit seinen kulturellen Möglichkeiten. Natürlich nur dann, wenn sie die menschliche Würde nicht angreifen. Voi tedeschi siete un popolo che ha accolto molti emigranti, anche molti emigranti italiani, e sapete che le culture sono per loro natura dinamiche, non sono statiche, e che nell'incontro si migliorano. Sie in Deutschland haben sehr, sehr viele Immigranten aufgenommen, auch viele italienische Immigranten aufgenommen. Und sie wissen, dass die einzelnen Kulturen nichts Statisches sind, sondern dass das immer sehr beweglich ist, was da kommt. Se potessimo dare stasera la parola ai ragazzi delle seconde, delle terze generazioni, delle quarte generazioni che adesso avete qui, già vi racconterebbero una storia diversa da quella dei loro genitori. Könnten heute an diesem Abend die Vertreter der zweiten, dritten oder der vierten Generation der damaligen Immigranten das Wort ergreifen, dann würden sie mit Sicherheit eine ganz andere Geschichte erzählen, als es ihre Eltern, Großeltern oder so vielleicht sogar ihre Urgroßeltern taten. Credo che questa è la strada che dobbiamo seguire, e cioè favorire la cultura dell'incontro contro quella dello scontro. Ich glaube, das ist der Weg, den wir einschlagen sollten. Wir sollten eine Kultur des Zusammenlebens, der Begegnung fördern und nicht eine Kultur des Aufeinanderprallens. Meine Damen, meine Herren, Sie sind ein tolles Publikum, das haben wir aber auch schon sehr in Anspruch genommen. Deshalb die Bitte, eine Frage, eine Antwort als großes Finale. Mein Name ist Claudia Bahre. Ich arbeite in der Flüchtlingshilfe als Sozialpädagogin und ich habe da Gelegenheit, immer wieder mit Flüchtlingen zu sprechen über ihre Fluchtgeschichte.
Und Herr Dr. Russo hat vorhin berichtet, dass die Mafia die Überfahrt organisiert, dafür Geld verlangt. Ich gewinne in meiner Arbeit immer zunehmend die Einsicht, dass die Mafia noch ganz andere Aufgaben oder eine ganz andere Rolle spielt. Sie sorgt meines Erachtens nicht nur Flüchtlinge, sondern teilweise auch Verschleppte. Also ich habe es mit vielen Gambianern zu tun, die nie die Absicht hatten, nach Europa zu kommen. Sie kommen aus Libyen, dort waren sie inhaftiert, versklavt, werden dann irgendwann aufs Boot gebracht und wissen nicht mal, wohin das Boot geht. Also es wird mir wiederholt berichtet. Und es ist nicht so, dass die Leute die Geschichte vor sich hertragen, sondern ich muss sie erfragen. Das andere, was ich immer wieder höre, ist, in den Lagern bekommen die Leute kein Taschengeld, sondern Zigaretten. Also meine Frage geht in die Richtung, haben Sie da mehr Einblick, wer organisiert die Lager, welche Rolle spielt da die Mafia, oder besser gesagt die organisierte Kriminalität? Also ich habe den Eindruck, sie sorgt für Nachschub an Flüchtlingen. Io la declinerei al plurale, le mafie internazionali. Ci sono interessi molto grossi sul commercio di esseri umani, questa è la verità. Also da natürlich der Begriff Mafia sehr italienisch anmutet, würde ich hier eher von mafiösen Strukturen sprechen. Ja, es gibt große Interessen am Menschenhandel, mafiöse Interessen. Non vi è dubbio che ci sono appunto organizzazioni malavitose che nel nord Europa, e non solo nel nord Europa, o organizzano o in qualche modo organizzano nel senso che fanno in modo che la gente parta. Natürlich, zweifelsohne ist es so, dass es kriminelle Strukturen gibt. Da wird dafür gesorgt, dass die Leute abreisen. O si presta perché i disperati possano in qualche modo raggiungere l'Europa. Oder sich auch zur Verfügung stellen und sagen, wir können dich nach Europa bringen. I centri di detenzione di cui noi siamo a conoscenza sono soprattutto quelli libici. Wir kennen insbesondere la tratta di donne giovanissime che vengono mandate in Europa per prostituirsi. Dass sehr viel mit sehr jungen Frauen gehandelt wird, die als Prostituierte dann nach Europa kommen. Io credo che noi dovremmo ricordare anche quelle. Ich glaube, dass auch an diese Frauen erinnert werden sollte. Un ultimo fenomeno voglio sottolinearvi è quello dei bambini. Ich möchte noch auf ein letztes Phänomen zu sprechen kommen, das ist das Phänomen der Kinder. Molti bambini sbarcati sulle coste italiane. Di molti di questi noi non abbiamo più notizie. Von vielen Kindern, die an den italienischen Küsten landen, wissen wir nichts mehr. Ecco, credo che da questo punto di vista le politiche dell'Unione debbano essere molto più ferme. Ich glaube, dass sich die europäische Politik sehr viel mehr auch auf diese Kinder konzentrieren sollte. Non vorremmo che dietro ci fosse anche un commercio di Ich möchte nicht, dass es noch einen weiteren Handel mit Kindern geben wird. Un commercio appunto di organi umani. Mit Kindern, mit menschlichen, dass hinter all dem ein Handel mit menschlichen, mit Organen steht. Meine Damen, meine Herren, herzlichen Dank für Ihr großes Interesse, für die große Konzentration, mit der Sie unser Gespräch verfolgt haben. Sie sind belohnt worden durch Ansichten, Einsichten, Erkenntnisse. Pfarrer Baumgarten, Herr Weller, Dr. Russo, ganz herzlichen Dank. Und Ihnen den Dank schließe ich ausdrücklich unsere formidable Dolmetscherin ein, die ich heiß und leer bin. Schönen Abend, einen schönen Sonntag, alles Gute.